Als letztes möchte ich sagen, es ist in letzter Zeit, es ist in den letzten Jahren in den Kreisen, in denen ich mich politisch bewege, eigentlich recht beliebt geworden, seinen Vortrag unter ein bestimmtes Motto zu stellen, seinem Vortrag ein bestimmtes Zitat voranzustellen. Ich finde das eigentlich ganz nett und kann und will gleich diejenigen beruhigen, die befürchten, es wird doch akademisch, diejenigen, also die befürchten, es wird ein Adorno- oder ein Benjamin-Zitat, gegen die natürlich eigentlich gar nichts spricht, außer dem raunenden Bescheidwissen, für das sie inzwischen stehen. Es ist im Grunde genommen nicht mal ein wirkliches Motto, ist auch nicht wirklich ein Zitat, sondern es ist ein wunderbares Gedicht des noch wunderbareren Jörg Fauser, in dem im Grunde genommen schon alles das vorweggenommen wird, in dem im Grunde genommen sich alles schon das verdichtet, was dann auch in meinem Vortrag angesprochen werden wird. Dieses Gedicht heißt Trotzki, Goethe und das Glück. Und ich beginne damit. Kaum war ich von der Spritze runter, tappte ich in die nächste Falle. Die Revolution. Die Revolution hieß Louise, hatte unglaublich schmale Hüften, blitzende Augen, flatterndes schwarzes Haar, kam aus Paris und war Trotzkistin. Wir wohnten zusammen in einem der besetzten Häuser, hielten uns glänzend in Schuss, hielten es sogar für Liebe. Und ich palaverte, wenn Palaver gefragt war, schwenkte Fahnen, wenn Fahnen gefragt waren, und frühstückte entgegen allen Lehren des großen Vorsitzenden mit einer Flasche Wermut und einem netten, dekadenten Gefühl im Bett. Das ist das Glück, dachte ich. Das ist das Glück, sagte ich zu Louise. Warum lassen wir die Revolution nicht sausen, das sinnlose Palaver und die Fahnen und die endlosen Auseinandersetzungen um die Maschinenfabrik in Shanghai, suchen uns irgendeinen stillen Winkel, wo ich in Ruhe mein Bier trinken und zwischendurch mal ein Gedicht schreiben kann. Et du reste l'amour. Und Trotzki, schrie Louise, und die Genossen im Knast? Dein bourgeoises Glück, pa, Bier und Gedichte, während die Revolution organisiert wird. Von da an ging alles schief. Als ich im Suff mal mit einer anderen ankam, ging Louise mit dem Messer auf mich los. Dann mischte sie bei einer Frauengruppe mit und ich musste nehmen, was kam. Meistens nur Bier und manchmal irgendeine neurotische Studentin. Und später selbst das nicht mehr. Und dann schmissen sie mich raus und ich zog woanders hin. Das alles ist nun etliche Jahre her, aber neulich traf ich ein Mädchen, das noch in den Kreisen verkehrt, und fragte sie nach Louise. Louise, sagte das Mädchen, die ist wieder in Paris. Sitzt sie im Zentralkomitee? Fragte ich. Ivo, sagte das Mädchen, die hat irgend so einen Goethe-Forscher geheiratet. An dem Abend trank ich alles durcheinander, trank wie lebensmüde. Aber als ich gestern an dem Haus vorbeikam, es sieht inzwischen ziemlich verkommen aus, absolut Déjà-vu, dachte ich, naja, vielleicht hast du doch Glück gehabt. Immer dann, wenn sich ausgewiesene Vertreter der politischen Linken wie Nazis benehmen, also mit anderen Worten ziemlich oft, immer dann tritt die linke Variante des Copyrights auf den Plan. Das soll heißen, von berufener Seite wird erklärt, die autonom antiimperialistischen, die antifaschistischen oder auch die sozialdemokratischen Freunde des palästinensischen Volkstumskampfes, die Freunde des Volksstaates oder die Freunde des Sojabratlings, diese Leute sind alle keine echten Linken, sondern das sind eigentlich Rechte. So war das 1970, als Michael Landmann die Neue Linke angesichts ihrer Begeisterung für El Fatah als Pseudolinke bezeichnete. So war es Mitte der 80er Jahre, als Detlef Clausen zum Anti-Amerikanismus der Friedensbewegung erklärte, was sich da extrem links dünkt, ist gar nicht links, sondern längst schon selber rechts. Und so war es letztlich auch im Jahre 2005, als Rainer Trampert in den 80er Jahren im Zentralkomitee der Grünen, so war es also auch 2005, als Rainer Trampert versuchte nachzuweisen, dass die neu entstandene Linkspartei eigentlich gar nicht links ist, sondern ebenfalls rechts. Was bei Michael Landmann im Jahre 1970 noch auf der Empörung über die plötzliche Kehrtwende der Linken von Israel-Solidarität zu Antisemitismus basierte, das alles ist bei Rainer Trampert 40 Jahre später zum abgeklärten Funktionärsjargon geworden und damit wie immer beim abgeklärten Funktionärsjargon zur offenen Lüge. Um beim Antizionismus zu bleiben, Michael Landmann beispielsweise konnte 1970 unter Verweis auf israel-solidarische Tradition, die es in der Neuen Linken ja durchaus gab, noch mit einem recht guten Gewissen erklären, die Protestbewegung verwandelt sich mit ihren Angriffen auf Israel von einer echten Linken in eine Pseudolinke.
2009, also 40 Jahre später, ist diese Aussage einfach nicht mehr möglich. 40 Jahre Antizionismus der neuen Linken haben das kurzzeitige pro-israelische Engagement von einer Tradition, die man freilegen kann, zu einem ziemlich unbedeutenden Zwischenfall gemacht. Das Gleiche, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, das Gleiche gilt letztendlich auch für andere Traditionen, das Gleiche gilt auch für andere Traditionslinien. Ein paar Stichworte: 200 Jahre Staatskult, 150 Jahre Lassalle, 100 Jahre Partei neuen Typs, 90 Jahre Selbstbestimmungsrecht der Völker und so weiter und so fort. Das alles, also Staatskult, Lassalle, Partei neuen Typs, Selbstbestimmungsrecht der Völker etc., das alles liegt nahe. Die Linke ist ein Verein von Staatsliebhabern, die Linke ist ein Verein von Volksliebhabern und die Linke ist ein Verein von Vaterlandsliebhabern. Im Wettkampf um die Frage, was ist links, hat also mit anderen Worten Alexandra Kollontai gegen Lenin verloren, hat Paul Merker gegen Walter Ulbricht verloren und hat Theodor W. Adorno gegen Jürgen Habermas verloren. Theodor W. Adorno gilt heute als Genie und damit für überholt. Den SED-Funktionär Paul Merker, der schon in den frühen 40er Jahren oder der Mitte der 40er Jahre ab 1945, stärker dann ab 1947, 48, Solidarität mit Israel forderte. Diesen SED-Funktionär kennt fast nur noch derjenige, der mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte seine Brötchen verdient. Und den Namen Alexandra Kollontai, den Namen der ersten Ministerin der Welt, die in der frühen Sowjetunion gegen die Herrschaft der Partei und für die weitreichende Liberalisierung des sogenannten Geschlechterverhältnisses eintrat. Diesen Namen haben inzwischen auch diejenigen vergessen, die im roten Jahrzehnt, also in den 70er Jahren, über die Oktoberrevolution promoviert haben und die inzwischen festgelegt sind auf, beispielsweise, ich habe mir jetzt mal angesehen, was zurzeit in Halle an der Universität in Politikwissenschaft angeboten wird, in Leipzig ist hier in Magdeburg ist das sicherlich nicht anders, die also in den 70er Jahren über die Sowjetunion oder die Oktoberrevolution promoviert haben und inzwischen festgelegt sind auf Entwicklung der Lebensqualität im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts, Generation, Lebenslauf, Sozialstruktur, lokale Challenges und ihre Folgen für Stadt- und Regionalentwicklung, politikdidaktische Werkzeuge am Best-Practice-Beispiel und so weiter und so fort. Also ich kann ja ganz einfach die Frage stellen, die Probe aufs Exempel machen. Wer von den Anwesenden hier kennt Alexandra Kollontai? Niemand. Gut, das sind noch weniger als sonst. Was zu beweisen war. Also bei der Frage, was ist links, siegt also ganz positivistisch die normative Kraft des Faktischen über die Eigentlichkeitsrhetorik der Lord-Siegelwahrer des Begriffs die Linke. Ich weiß dabei selbstverständlich, dass die Formel normative Kraft des Faktischen, dass diese Formel eigentlich auf Georg Jelinek, also Positivist, durch und durch zurückgeht, aber nichtsdestotrotz hat manchmal auch ein Positivist recht. Nichtsdestotrotz muss man manchmal auch einen Positivisten wie Georg Jelinek gegen die akademische Foucault- oder Heidegger-Linke verteidigen. Nichtsdestotrotz steht Jelinek Adorno sicherlich noch näher als eben gerade diese Foucault- und Heidegger-Linke, die heute an vielen dieser Lehrstühle zu beobachten ist. Diese normative Kraft des Faktischen nun, die wirkt sich natürlich auch auf die Entstehung oder die wirkt sich natürlich nun auch auf die Entstehung der neuen Linken, beziehungsweise noch besser, die wirkt auch auf die Entstehung der Linken vor mehr als 200 Jahren zurück. Ganz einfach, Erkenntnis über die Vergangenheit ist bekanntlich immer über die Gegenwart vermittelt, der Ursprung ist immer über das Resultat vermittelt. Das heißt, mit anderen Worten, all die Widerwärtigkeiten, die man heute beispielsweise in Zeitschriften wie der Jungen Welt lesen kann, all diese Widerwärtigkeiten sind dementsprechend schon von Anfang an im Konzept der Linken angelegt. Alles das, wofür Namen wie Hugo Chavez, wofür Namen wie Hans-Christian Ströbele oder, ich komme aus Halle, Namen wie Peter Sodan stehen, alles das steht auf der Agenda der Linken, seit sie sich in der französischen Nationalversammlung auf der linken Seite des Kammerpräsidenten niederließ. Die heutigen linken Records, die mal als Massenorganisation agieren, das ist dann das Modell Venezuela, die mal als Zentralkomitee ohne Basis agieren, das ist dann das Modell Magdeburg-Stadtfeld hier. Diese linken Records, die finden ihre Urform in der Bergpartei der Jakobiner, die vier Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nur noch die Mitglieder des eigenen Vereins als Menschen gelten lassen wollte und bald darauf dann nicht mal mehr die. Der
Ausnahmezustand, nachdem sich die Linke sehnt, nicht nur in Zeiten des Wirtschaftscrashs, dieser Ausnahmezustand findet sein Initiationsereignis im Terror der Guillotine. Und auch der Staat ist seit dem Beihausschwur vom 20. Juni 1789, also seit dem Zeitpunkt, als sich die Abgeordneten des dritten Standes in den Versailler Jeu-de-Paume-Saal zurückzogen und sich schworen, wir werden uns niemals trennen, bis der Staat eine Verfassung hat. Genau seit dieser Zeit ist auch der Staat so etwas wie die Appellationsinstanz der Linken. Dieser Staat sollte sich maximal vom Machtinstrument der Aristokratie und dann später vom Machtinstrument der Bourgeoisie in einen Volksstaat verwandeln. Die Linke war allerdings, und jetzt kommt so etwas wie die Gegenrede, die Linke war allerdings lange Zeit eben auch nicht nur, und auf genau diesem nicht nur liegt die Betonung, die Linke war allerdings lange Zeit eben auch nicht nur die Instanz, die, wie es im Gotha-Programm der SPD heißt, für die geistige und sittliche Grundlage des Staates, was auch immer das sein soll, oder gleich ganz für den Ausnahmezustand eintrat. Uli Krug hat zwar vor einiger Zeit in der Jungle World erklärt, Marx war kein Linker, und mit dieser Aussage hat er zweifellos auch recht, Marx war tatsächlich kein Linker, aber ich würde zu dieser Aussage mehr oder weniger ergänzend hinzufügen, es dürfte auch nicht nur, und auf diesem nicht nur liegt wieder die Betonung, es dürfte auch nicht nur ein Missverständnis gewesen sein, dass Marx regelmäßig der Linken zugeordnet wurde. Es dürfte auch nicht nur ein Missverständnis gewesen sein, es dürfte auch nicht nur ein Zufall gewesen sein, dass sich in den Reihen der Linken immer wieder Leute fanden, wie eben Alexandra Kollontai. Die Bücher gibt es übrigens sehr preiswert bei Amazon zu kaufen. Also als kleine Buchempfehlung, Alexandra Kollontai, die russische Gewerkschaftsopposition. Es dürfte also mehr als ein Zufall gewesen sein, dass sich in den Reihen der Linken immer wieder Personen fanden, wie Alexandra Kollontai, wie Theodor W. Adorno, wie Walter Benjamin oder wie Karl Korsch, oder dass sich diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, Kollontai, Adorno, Benjamin, Korsch et al., dass sich diese Leute zumindest von der Linken angezogen fühlten. Diese Anziehungskraft, die dürfte nun darauf zurückzuführen sein, dass die Linke lange Zeit mehr war als das parlamentarische Gegenstück zur Rechten. Sie dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Linke mehr war als die Partei des Terrors oder dass sie etwas moderner mehr war als die Partei des Lebens im Bauwagen. Und zwar transportierte die Linke seit 1789, also seit dem Zeitpunkt, den man als Entstehungsdatum, als Entstehungszeit der Linken bezeichnen könnte, und zwar transportierte die Linke seit genau dieser Zeit eine Art überschießendes Moment mit sich, das sich gegenüber dem Revolutionstribunal sperrte, das sich gegenüber den einschlägigen Plenardebatten sperrte und das sich auch gegenüber der veganen Volksküche sperrte. Und dieser überschießende Gehalt, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, dieser überschießende Gehalt, der sich gegenüber all den Dingen sperrt, von denen die ich thematisiert habe, Plenardebatten, Volksküche, Terror etc., dieser Gehalt lässt sich auf einen einfachen Begriff bringen, und zwar auf den Begriff des irdischen Glücks. Mit der Französischen Revolution wurden die Begriffe oder wurden die Worte das Volk und die Unglücklichen zum ersten Mal in der Geschichte synonym verwendet. Der Menschenrechtskatalog der Verfassung von 1793, die dann allerdings nie in Kraft trat, also nicht zu verwechseln mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom August 1789, dieser Menschenrechtskatalog, also der Verfassung von 1793, begann mit dem Satz, das Ziel der Gesellschaft ist das allgemeine Glück. Das Wort Brüderlichkeit, eines der zentralen Schlagworte von 1789, dieses Wort taugt spätestens seit Kain und Abel nicht mehr als Parole für die Befreiung der Menschheit. Die Gleichheit wurde von der Guillotine verwirklicht, die ihre Klienten unabhängig von Stand, unabhängig von Geschlecht und unabhängig von Herkunft ins Jenseits beförderte. Robespierre bezeichnete die Guillotine dann dementsprechend auch nicht ganz zu Unrecht als die große Gleichmacherin. Und das Wort Freiheit, also die dritte große Losung von 1789, diese Parole Freiheit, die fand in unterschiedlicher Form auch Eingang in die faschistische Propaganda. Der Untertitel des Völkischen Beobachters beispielsweise lautete nicht umsonst Freiheit und Brot. Im Unterschied nun zu diesen drei Begriffen, im Unterschied zur Kombination Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wird man den Begriff das Glück, oder eigentlich müsste man genauer sagen den Begriff das irdische Glück, den wird man in der faschistischen Propaganda, den wird man in der nationalsozialistischen Propaganda, den wird man auch in der faschistischen und nationalsozialistischen Programmatik aus einem guten Grund nicht finden.
Denn der Begriff des irdischen Glücks, dieser Begriff ist die Antithese zur Parole, es lebe der Tod, mit der Francos Bataillone im spanischen Bürgerkrieg in die Schlacht zogen oder mit der sie auf Wunsch der Führer der Phalangisten zumindest in die Schlacht ziehen sollten. Dieser Begriff des allgemeinen irdischen Glücks, von dem ich jetzt gerade geredet habe, dieser Begriff trat zwar auch im revolutionären Frankreich hinter den Tugendterror zurück, das alles ist sicherlich bekannt, ich habe darauf ja zum Teil schon hingewiesen, also erstens, das Volk waren seit 1793 nicht mehr die Unglücklichen, sondern die Jakobiner, zweitens, das allgemeine Glück sollte laut der Verfassung von 1793 ausgerechnet von der Regierung verwirklicht werden, das heißt vermittelt über den Staat, es wurde also zu einer Art Aporie seiner unmittelbaren Voraussetzung, nämlich des individuellen Glücks. Herbert Marcuse schreibt dazu beispielsweise ganz richtig, ich zitiere ihn, allgemeines Glück ist eine sinnlose Phrase, wenn sie getrennt gedacht wird vom Glück der Individuen. Und drittens, das Glück wurde schließlich in negativer Form durch die Guillotine realisiert. Aber nichtsdestotrotz, Robespierres bekannte Formulierung, das Volk, die Unglücklichen, die mir applaudieren, also der sagt das ja immer wieder, sagt das in seiner Verteidigungsrede etc. pp., diese bekannte Formulierung, das Volk, die Unglücklichen, die mir applaudieren, die ja implizit auf das Streben nach Glück verweist, diese Formulierung hatte eine so starke Ausstrahlungskraft, dass Georg Büchner den Tugendterror in seinem Drama Dantons Tod noch mehr als 40 Jahre nach der Revolution unter Verweis auf das Glück, unter Verweis auf Lebensgenuss, unter Verweis auf Liebe hinterfragen lässt. Sie hatte eine so starke Ausstrahlungskraft, dass Heinrich Heine 1843 gegen das alte Entsagungslied oder O-Ton Heine gegen das Aia Popaia vom Himmel andichtete und verlangte, dass das Himmelreich auf Erden schon errichtet wird. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Dieser Glücksbegriff nun, auf den Heine zurückgreift, auf den Büchner zurückgreift und auf den letztendlich auch Friedrich Schiller in seiner Ode an die Freude zurückgreift. Dieser Glücksbegriff war nun eine zutiefst bürgerliche Vorstellung und zwar im allerbesten Sinn. Die Idee von Liebe und irdischem Glück, diese Idee entstand nicht nur gemeinsam mit dem Bürgertum, sondern das Bürgertum war letztendlich auch die erste nennenswerte Kraft, die das diesseitige Glück zum politischen Programmpunkt erhob. Robert Morzy hat es mal nachgezählt. Robert Morzy schreibt, dass allein die französische Aufklärung des 17. Jahrhunderts mehr als 50 Bücher mit Titeln wie Versuch über das Glück oder Abhandlung über das Glück herausgebracht hat, was eine enorme Zahl ist für die damalige Publizistik. Der Überschuss der Linken, von dem ich gesprochen habe, war damit, mit anderen Worten, und darauf will ich hinaus, ein bürgerlicher Überschuss. Sein Fluchtpunkt war letztendlich das Streben nach Glück. Angesichts der Kanonen, mit denen aufständische Arbeiter zusammengeschossen wurden und natürlich auch angesichts der Plackerei, auf der Kapitalismus nun mal basiert, ist der vielbeschworene proletarische Klassenhass gegen die Müßiggänger, von denen in Lukács Übersetzung der Internationale die Rede ist, also die Müßiggänger schiebt beiseite, diese Welt muss unser sein. Angesichts also dieser Kanonaden mit den Arbeiter, die mit ihren Arbeitsbedingungen nicht einverstanden waren, konfrontiert wurden, angesichts auch der Plackerei, auf der Kapitalismus, wie ich sagte, nun mal basiert, ist dieser Klassenhass, ist dieser sogenannte proletarische Klassenhass gegen die Müßiggänger zwar bis zu einem gewissen Grad verständlich, das Ganze ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, ganz einfach, niemand, der bei Verstand ist, der lässt sich gern zusammenschießen, wenn er sagt, ein 16-Stunden-Tag ist nicht ganz so toll, ein 16-Stunden-Tag ist nicht das Ziel meiner Träume, aber nichtsdestotrotz hatte das Vorgehen gegen die Müßiggänger regelmäßig die Zerstörung des Müßiggangs selbst zur Folge. Die Linke trat, und das halte ich tatsächlich für das zentrale Moment, das halte ich wirklich für das Wichtigste, die Linke trat immer dann im Sinn der einen Menschheit auf, die Linke trat immer dann im Sinn der einen Menschheit an, an deren Stelle sich das Bürgertum gesetzt hatte, wenn sie sich gerade dieser Form des proletarischen Klassenhasses nicht hingab, wenn sie gerade nicht Tabula Rasa machen wollte und dem Bürgertum ausgerechnet seinen Luxus vorwarf, sondern die Linke trat immer dann für einen wirklich menschlichen Zustand ein, wenn sie erstens den Verhältnissen vorwarf, dass nicht jeder am Luxus des Bürgertums teilhaben kann, wenn sie zweitens erklärte, dass die Pursuit of Happiness über die bürgerliche Republik hinausweist
Und wenn sie drittens das Ideal der bürgerlichen Gesellschaft nicht, wie es beispielsweise der politische Liberalismus tut, mit der Realität verwechselte, sondern wenn sie genau dieses Ideal als Waffe gegen die schlechte Realität in Anschlag brachte, um über die schlechte Realität hinauszugehen, wenn sie also mit einem Wort Ideologiekritik betrieb. Wer sich nun vor diesem Hintergrund auf die Suche nach einer authentischen ideologiekritischen Strömung innerhalb der historischen Linken begeben will, durch deren Schriften er die alten Lenin, Mao, Stalin, Subkommandante Marcos etc. Bände austauschen oder ersetzen kann oder ganz einfach um sein identitäres Bedürfnis zu befriedigen oder auszuleben, der muss allerdings enttäuscht werden. Denn die einzelnen Fraktionen der historischen Linken, die lassen sich mit Blick auf das, was ich als das überschießende Moment bezeichnet habe, die lassen sich im Blick darauf nicht voneinander trennen, wie das bei Aschenbrödel beispielsweise der Fall ist. Also die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, oder wie heißt das? So ähnlich, oder? Genau so heißt das. Also das ist nun leider bei den historischen Strömungen der Linken nicht möglich. Ich werde versuchen, das anhand einer historischen Strömung der Linken deutlich zu machen, und zwar nicht anhand des Bolschewismus, nicht anhand der Sozialdemokratie oder noch schlimmer anhand der antiautoritären Linken der 60er Jahre oder noch viel schlimmer anhand des Poststrukturalismus. Das wäre sicherlich alles zu einfach, sondern ich will versuchen, das anhand des, ja, man kann eigentlich sagen, das anhand dessen zu machen, was man mit Abstand als das Vernünftigste bezeichnen kann, dass die Linke in ihrer mehr als 200-jährigen Geschichte hervorgebracht hat. Und zwar, ich meine, eine Ahnung, was ist das Vernünftigste, was die Linke in ihrer ca. 200-jährigen Geschichte hervorgebracht hat? Das ist natürlich der Rätekommunismus. Der merkwürdige Doppelcharakter des Rätekommunismus, der wird schon allein daran deutlich, dass es eigentlich spätestens seit 1989 niemanden, zumindest in der radikalen Linken, mehr gibt, der den Rätekommunismus nicht mag. Also der Freiburger Saira Verlag beispielsweise, dem ich mich ja persönlich sehr verbunden fühle, der hat genauso Bücher von Rätekommunisten rausgegeben wie der unsägliche Unrast Verlag. Ich selbst habe genauso eine Broschüre mit Texten eines Rätekommunisten herausgegeben wie die Rätekommunisten München, die schon mal gern Veranstaltungen mit der Killertruppe von der PFLP organisieren. Und Joachim Bruhn von der ISF ist genauso von Kayo Brendel, also einem der Vordenker der Rätekommunisten, begeistert wie die Junge Welt oder wie der Herr, der jetzt in 2 oder 3 Wochen hier aufschlagen wird, wie theoretisierende Plattensammler wie Roger Behrens. Die Mehrheitslinke, oder eigentlich müsste man sagen die mehrheitsradikale Linke, entdeckt diesen Rätekommunismus seit etwa 1989, etwa im, ja, man kann sagen im 2 oder 3 Jahrestakt immer wieder neu für sich, und zwar dann jeweils nach der Enttäuschung über den Situationismus, nach der Enttäuschung über den Operaismus oder nach der Enttäuschung über den Popfeminismus, um das Ganze dann kurz darauf wieder zu vergessen, und zwar zugunsten des Situationismus, zugunsten des Operaismus oder zugunsten des Popfeminismus. Nachlesen kann man das dann immer sehr schön in den Disco-Reihen der Jungle World. Tatsächlich bietet nun der Rätekommunismus für jeden etwas. Ich fange jetzt gar nicht damit an, dass der Antisemitismus von der Mehrheit der Rätekommunisten nur als eine Art Ablenkungsinstrument der Bourgeoisie begriffen wurde. Ich fange gar nicht damit an, dass ich Anton Pannekoek ist der große Vordenker des Rätekommunismus, der große Theoretiker des Rätekommunismus. Ich fange also gar nicht damit an, dass Anton Pannekoeks großes Buch über die Arbeiterräte von 1946 sich liest, als hätte Auschwitz nicht stattgefunden. Und ich fange auch gar nicht damit an, dass Pannekoek die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städte dann letztendlich auch noch als eine Art präventive Konterrevolution gegen den angeblich anstehenden revolutionären Volksaufstand der Deutschen begriffen wissen will, sondern ich fange früher an, nachdem ich mir hier noch was nachgeschenkt habe. Ich fange im Grunde genommen dort an, oder ich fange im Grunde genommen an dem Zeitpunkt an, zu dem Zeitpunkt an, der als Ursprungsdatum des Rätekommunismus gelten kann. Die Kritik am Parlamentarismus, die Kritik am Leninismus, die Kritik an Bürokratie, Parteiwesen, Autoritarismus und so weiter, die ja wirklich im Kernpunkt des Rätekommunismus steht, das alles ist tatsächlich im allerbesten Sinn links. Die Rätekommunisten nahmen mit genau dieser Kritik, von der ich gerade gesprochen habe,
im Grunde genommen als eine Art linkes Selbstkorrektiv einige der schlimmsten Sachen zurück, die sich die Linke seit 1863, also seit der Gründung des SPD-Vorgängervereins ADAV, des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, und im Grunde genommen muss man sagen, die sich die Linke eigentlich schon seit 1848 eingehandelt hatte. Also Etatismus, Staatsfetischismus, Vereinsmeierei etc. Aber während das alles im wirklich besten Sinn links ist, sind die Forderungen beispielsweise nach der, ich zitiere, nach der rücksichtslosen Durchführung des Arbeitszwanges oder der Schaffung einer kommunistischen Arbeitsschule, das ist alles O-Ton-Parteiprogramm der KAPD, der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, des größten Unternehmens des deutschen und des internationalen Rätekommunismus. Im Unterschied zu den Aussagen von gerade sind diese Sachen im schlechtesten Sinn links. Die beiden KAPD-Mitbegründer Heinrich Laufenberg und Fritz Wolfheim, die lange vor Karl Radecks berühmter Schlageter-Rede auf ein nationalbolschewistisches Programm setzten, diese Leute, Laufenberg und Wolfheim, stehen dann schließlich sogar für die negative Aufhebung des Unterschieds von links und rechts, wie sie denn vom Faschismus und mehr noch vom Nationalsozialismus betrieben wurde. Wer die beiden nicht kennt, Laufenberg und Wolfheim glaubten, das Rätesystem ist dazu in der Lage, die Differenzen zwischen Bourgeoisie und Proletariat zu kitten, und sie forderten, Deutschland muss von einer großen Koalition von unten und oben, im Grunde genommen einer vorweggenommenen Volksgemeinschaft, gegen die Westmächte, gegen den Versailler Vertrag und gegen die volksfremden Mächte, die dahinter stünden, vermeintlich gegen Spekulanten und gegen Parasiten verteidigt werden. Vor diesem Hintergrund, hinter dem ja nun latent das antisemitische Ressentiment lauert, vor diesem Hintergrund verwundert es erstens nur noch bedingt, wenn man in einem vermeintlich antifaschistischen Roman der Rätekommunistin Claire Jung mit dem bekloppten Titel »Aus der Tiefe rufe ich« von 1946 Folgendes lesen muss. Ich zitiere das mal. Claire Jung, 1946, ein knappes Jahr nach der Befreiung von Auschwitz. Da schreibt diese Dame in einem Buch, das dann auch noch in einem antifaschistischen Verlag, wie ich das gerade schon gesagt habe, erschienen ist. Da schreibt Claire Jung also, niemals war diese Rasse, gemeint sind die Juden, niemals war diese Rasse für körperlich schwere Tätigkeit auf lange Zeit hinaus besonders geeignet. Immer nur hat sie in der Hauptsache viel lieber die Früchte aus solchen Anstrengungen an den Mann gebracht, getauscht, gehandelt und vermittelt. Und Zitat Ende. Und Claire Jung verurteilt die Ermordung der Juden dann auch vor allem mit Begründung, wie das Ganze ist undeutsch und sowas macht man nicht und so weiter, während sie die ganzen Ressentiments, die dorthin geführt haben, teilt. Und vor diesem Hintergrund erscheint zweitens letztendlich auch der Anti-Autoritarismus des Rätekommunismus, den ich ja gerade als etwas zunächst durchaus nicht Unsympathisches versucht habe zu schildern. Vor diesem Hintergrund erscheint letztendlich auch der Anti-Autoritarismus des Rätekommunismus in einem ganz anderen Licht. Vor diesem Hintergrund kann man nämlich tatsächlich den Eindruck bekommen, der Rätekommunismus war nicht nur eine Art linkes Selbstkorrektiv, wie ich das am Anfang gesagt habe, sondern man kann den Eindruck bekommen, im Anti-Autoritarismus des Rätekommunismus, in seiner Parlamentarismuskritik, in seiner Parteikritik und in seinem Versuch, ständig und überall den Aufstand anzustacheln, überall den Aufstand anzuzetteln, dort kommt auch ein anderes, dort kommt auch ein neues, ein antibürgerliches, ein antizivilisatorisches Bedürfnis zum Vorschein, das man ebenfalls unter das Stichwort subsumieren kann, negative Aufhebung des Unterschieds von rechts und links. Ich spreche erstens von der Sehnsucht nach dem vollkommenen Ausnahmezustand, zweitens von der Sehnsucht, jede Form von Vermittlung, jede Form von Checks and Balances auszuschalten, und drittens von der Sehnsucht, alle ungeschriebenen Konventionen, alle Regeln und alle institutionellen Formen abzuschaffen, die das Individuum davon abhalten, seine unterdrückten Triebe ungebremst auszuleben, seine Ressentiments ungebremst auszuleben und seine asozialen Bedürfnisse ungebremst auszuleben. Hinter der Idee der Räte könnte also letztendlich auch das Bedürfnis stehen, das gesunde Volksempfinden unverstellt zur Geltung kommen zu lassen. Und ich behaupte das jetzt natürlich nicht einfach so, sondern ich habe dazu oder dafür natürlich auch einen Beleg, ich habe dafür auch ein Beispiel, und zwar das Beispiel Karl Plättner. Karl Plättner, wer ihn nicht kennt, Karl Plättner ist das bekannteste und wahrscheinlich auch beliebteste KAPD-Mitglied neben Max Hölz und Franz Jung gewesen, und der war dort in der Gegend, in der ich lange Zeit gewohnt habe oder seit längerer Zeit wohne, aktiv, also Mansfeld, Halle, Leuna und so weiter.
Und genau dieser Karl Plättner erkannte nach dem Scheitern des mitteldeutschen Aufstandes 1921 wie kaum jemand anders die revolutionäre Periode, die 1917 mit der Februarrevolution in Russland begonnen hatte, diese revolutionäre Periode ist vorbei. Diese Erkenntnis, die Erkenntnis, die revolutionäre Periode ist vorbei, das Ganze ist gegessen, heißt für Plättner jetzt allerdings nicht Rückzug ins Privatleben, Theorie, Analyse, Reflexion, sondern das heißt für Plättner organisierter Bandenkampf, Banküberfälle, Fabriküberfälle, Zechenüberfälle, bis er dann 1922 verhaftet und eingesperrt wird. Wer Karl Plättners Broschüre mit dem ja tatsächlich grandiosen Titel Der organisierte rote Schrecken, herausgegeben vom Aktionsrat der KAPD, wer diese Schrift liest, wer die Schrift Der organisierte rote Schrecken liest, der bekommt tatsächlich den Eindruck, Plättner und seinen Leuten geht es eher um die Apokalypse als um das Paradies. Der bekommt den Eindruck, Plättner und seinen Leuten geht es eher darum, dass irgendwas in die Luft fliegt, als darum, warum irgendwas in die Luft fliegt. Und bei Plättner und seinen Leuten verschwinden letztendlich Mittel und Zweck, verschwimmen letztendlich Mittel und Zweck ineinander. Ich lese mal eine Passage vor, zu der man, glaube ich, nicht mehr viel erklären muss. Die verdeutlicht das, glaube ich, schon von allein. Ich zitiere: Habt ihr keine Waffen, so habt ihr doch Streichhölzer. Jagt die Zwingburgen der Kapitalisten in die Luft, kauft euch Streichhölzer und steckt die Villen der Besitzenden in Brand. Holt auch Dynamit und lasst keinen Stein auf dem anderen, denn diese Welt ist nicht mehr zu retten. Für das Verhalten von Revolutionären vor dem bürgerlichen Klassengericht spricht er dann die folgende Empfehlung aus, an der nochmal deutlich wird, dass seine Forderung, alle Hemmungen fallen zu lassen, die in dieser Broschüre immer wieder auftaucht, dass diese Forderung tatsächlich wörtlich gemeint ist. Ich zitiere: Sofern man nicht an Händen und Füßen gefesselt in Ketten liegt, steigt man auf den Tisch des Staatsanwalts, knöpft seine Hose ab und verrichtet seine menschlichen Bedürfnisse, betrachtet also den Schädel jener Justizbestien als Klosett. Wer mit uns eins ist in diesem Ziel, also der Organisation des organisierten roten Schreckens, wer mit uns eins ist in diesem Ziel, wessen Herz blutet um die Gefahren der proletarischen Revolution, der möge zu uns kommen, um den Block der von Maden zerfressenen Gesellschaft mit Dynamit auseinanderzujagen, der möge zu uns kommen, um den Bau dieser Gesellschaft im Pulverrauch zu ersticken, im Flammenmeer untergehen zu lassen. Unter Führung der illegalen Kampforganisation werden die Arbeiter regieren und alles dem Vergänglichen zuführen, was in der Hölle zum Verbrennen gebraucht wird und im Himmel keinen Platz, im Paradiese keine Existenzberechtigung hat. Zitat Ende. Ich glaube, an diesem längeren Zitat sieht man recht deutlich, dass hier Gewalt nicht mal mehr als eine Art reinigende Kraft auftaucht, wie es beispielsweise bei Sartre zum Teil noch der Fall ist, sondern Gewalt erscheint hier selbst als eine Art Telos. Es erscheint tatsächlich so, wie ich das vorhin gesagt habe, den Leuten, Plättner insbesondere, geht es dabei weniger um das Paradies, auch wenn vom Paradies die Rede ist, sondern wichtiger als das Paradies, wichtiger als das Ankommen im Paradies ist die Apokalypse selbst. Ja, dieser nun alles in allem trotzdem noch widersprüchliche Charakter der Linken, der sich nun gerade nicht bei Karl Plättner findet, der sich aber sehr wohl halt bei den Rätekommunisten findet und dann auch in einer etwas abgeschwächteren oder einer stark oder wesentlich abgeschwächteren Form, selbst noch im Sowjetmarxismus. Dieser widersprüchliche Charakter der Linken hat sich inzwischen in schlechte Eindeutigkeit aufgelöst. Der überschießende Gehalt, den die Linke lange Zeit transportierte, ist mit anderen Worten inzwischen vollständig liquidiert. Ich beschränke mich dabei auf ein Beispiel, an dem das, glaube ich, recht deutlich wird. Ich beschränke mich auf das Beispiel Leo Trotzkis. Mitte der 20er Jahre erklärte nämlich Leo Trotzki, der von Willy Huhn, im Übrigen auch ein Rätekommunist, der von Willy Huhn mal durchaus richtig als verhinderter Stalin bezeichnet wurde. Mitte der 20er Jahre erklärte Leo Trotzki also mit Blick auf eine befreite Gesellschaft. Und jetzt lese ich ein letztes Mal ein längeres Stück vor. Ich finde das immer ganz nett, wenn man das Original hört. Das kann man in einem Artikel oder in einem Aufsatz nicht so gut machen wie bei einem Vortrag. Ich lese also vor, was Leo Trotzki 1920 mit Blick auf eine befreite Gesellschaft noch formuliert hat. Und zwar, ich zitiere: Die kommunistische Daseinsform wird nicht wie ein Korallenriff zufällig entstehen, sondern bewusst aufgebaut, durch die Idee überprüft, ausgerichtet und korrigiert werden. Wenn das Dasein aufhört, eine Elementargewalt zu sein, wird es aufhören, Schal zu sein.
Der Mensch, der es gelernt hat, Flüsse und Berge zu versetzen und Volkspaläste auf dem Gipfel des Mont Blanc oder auf dem Meeresgrund des Atlantischen Ozeans zu bauen, wird seinem Alltag natürlich nicht nur Reichtum, Farbigkeit und Spannung verleihen, sondern auch höchste Dynamik. Die Hülle des Alltags wird, kaum entstanden, unter dem Ansturm neuer technischer und kultureller Erfindungen und Errungenschaften wieder gesprengt werden. Das Leben der Zukunft wird nicht eintönig sein. Der gesellschaftliche Aufbau und die psychisch-physische Selbsterziehung werden zu zwei Seiten ein und desselben Prozesses werden. Die Künste, Wortkunst, Theater, bildende Kunst, Musik und Architektur werden diesem Prozess eine herrliche Form verleihen. Der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner. Sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer und seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des Aristoteles, Goethe und Marx erheben und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen. Diese Passage klingt nun in ihrer zutiefst fortschrittsoptimistischen, in ihrer zutiefst auftrumpfenden Art ganz ohne Zweifel gleichzeitig lächerlich und autoritär. Nichtsdestotrotz, und aus dem Grund habe ich das Ganze vorgelesen, nichtsdestotrotz steht diese Passage auch für einen fast unstillbaren Anspruch ans Leben. Diese Passage steht für einen fast unstillbaren Anspruch an die Menschheit und sie steht für einen fast unstillbaren Anspruch an die Zukunft. In der heutigen Linken ist an die Stelle all der Metaphern, ist an die Stelle all der Fantastereien und an die Stelle all der hochfliegenden Träume, die sich in den Schriften der Frühsozialisten finden, die sich in den Schriften der Utopisten finden und die sich selbst, wie hier gerade, in den Schriften der Bolschewiki finden, ein einziger Begriff getreten. Ihr kennt ihn alle. Und zwar ist es das Wort, und zwar ist es der Totschlagbegriff emanzipatorisch. Mit diesem Wort, mit dem Begriff, ja ich weiß, er heißt zumindest das vorhin auch aufgefallen, aber genau mit diesem Wort, mit dem Begriff emanzipatorisch kann man inzwischen nicht nur jede Sauerei rechtfertigen, sondern das Wort emanzipatorisch, dieses Wort kaschiert gleichzeitig die vollkommene Erwartungslosigkeit der Linken, dieses Wort kaschiert die vollkommene Trostlosigkeit der Linken und dieses Wort kaschiert das vollständige Fehlen von Ideen überhaupt. Wenn sich beispielsweise eine Antifa-Gruppe in Leipzig den Titel gibt, emanzipatorische Gruppe Antifaschisten Leipzig und sich dann mit den Großbuchstaben abkürzt EGAL, also egal, dann ist damit eigentlich alles schon gesagt. Im Vergleich zu den heutigen linken Sehnsüchten erscheint selbst eine regressive Utopie wie das Schlaraffenland als ein Inbegriff von Erwartung ans Leben. Im Vergleich zu beispielsweise Jutta Ditfurths Buch Feuer in die Herzen, im Vergleich zu Manu Chaos ranzigen Texten oder beispielsweise im Vergleich zu den Dingen, die ich hier, mir ist vor einiger Zeit das alternative Vorlesungsverzeichnis der Universität Halle in die Hände gefallen, im Vergleich zu den Dingen, die hier im alternativen Vorlesungsverzeichnis Halle unter dem Stichwort, unter der Überschrift utopische Gesellschaft aufgeführt werden, im Vergleich dazu erscheint selbst die stupide Ideen von gebratenen Tauben, die in den Mund fliegen, also wie es im Schlaraffenland der Fall ist, als Inbegriff von Fantasie, die sich die heutige Linke aufgrund ihrer kompletten Abwesenheit, aufgrund der kompletten Abwesenheit dieser Fantasie, umso verbissen auf ihre Fahnen schreiben muss. Ich möchte das hier aus dem alternativen Vorlesungsverzeichnis in Halle mal ganz kurz vorstellen, was man sich da so unter utopische Gesellschaft, also unter dem, ja, wie gesagt, utopische Gesellschaft steht drüber, was man sich also unter dem, was für den Anspruch an die Menschheit, was für einen Anspruch an die Zukunft steht, vorstellt. Und zwar erstens utopische Gesellschaft, Diskussion über den Saale-Kanal und Elbe-Ausbau unter dem Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens. Utopische Gesellschaft 1. Utopische Gesellschaft 2. Wie kann zukünftige Gesundheitspolitik aussehen? Und 3, das finde ich am besten, utopische Gesellschaft 3, Bonussystem für die nachhaltige Nutzung der Naturressourcen. Ja. Man nimmt also diese Sachen, Bonussystem, nachhaltige Nutzung, Naturressourcen, Elbe-Saale-Kanal und so weiter, man nehme das und vergleiche das doch mal mit dem, was ich vorhin von Leo Trotzki vorgelesen habe, aus dem Jahr 1921 oder 22, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und ganz in diesem Sinn, von dem ich gerade gesprochen habe, taucht der Begriff des Glücks hierzulande auch in keinem einzigen linken Parteiprogramm mehr auf. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen.
Der Begriff des Glücks ist auf der Agenda der Linken inzwischen für die glücklichen Kühe, für die glücklichen Hühner reserviert, für die man inzwischen Partei nimmt, als deren Vertreter man sich inzwischen begreift. Der Begriff des Glücks ist in den Reihen des Restbürgertums, über das man ja auch sprechen sollte, letztendlich für die ESO-Abteilung oder die Ratgeberabteilung der Bahnhofsbuchhandlungen reserviert. Ich habe mir vorhin ganz kurz angeschaut, was es da so alles gibt. Mein Glückstrainingsbuch, der Glücksfaktor, warum Optimisten länger leben, der Weg zum Glück, Sinn im Leben finden vom Dalai Lama, 77 Wege zum Glück, die 10 Geheimnisse des Glücks und so weiter und so fort. Dass die Linke nun ihren überschießenden Gehalt verloren hat, und jetzt kommt sowas wie eine Ehrenrettung der Linken, allerdings nur eine halbe, dass die Linke ihren überschießenden Gehalt verloren hat, dass ihre Protagonisten keinen Anspruch ans Leben mehr stellen, das ist allerdings nicht allein die Schuld der Linken. Nach 200 Jahren Kapitalismus ist die Gesellschaft nur noch bedingt dazu in der Lage, die Vorstellung, jeder seines Glückes Schmied, der wirklich im Zentrum der bürgerlichen Gesellschaft in ihren Anfangstagen stand. Also nach 200 Jahren Kapitalismus ist die Gesellschaft mit anderen Worten nur noch bedingt dazu in der Lage, genau diese Vorstellung, jeder seines Glückes Schmied, zu reproduzieren. Das heißt, das bürgerliche Glücksversprechen, an dem sich die besten Traditionen der Linken einmal ausgerichtet haben, dieses bürgerliche Glücksversprechen ist im Verschwinden begriffen. Im Unterschied zum Feudaladel, im Unterschied auch zu den frühen Bürgern, ist selbst die heutige Upper Class nicht mehr dazu in der Lage, eine menschenwürdige, das heißt eine beneidens- und eine nachahmenswerte Lebensweise zu pflegen. Ganz einfach, wer will mit Josef Ackermann tauschen, wer will mit armen Schweinen wie dem jüngst verstorbenen Michael Jackson tauschen oder wer will mit den Bewohnern des Dschungelcamps tauschen. Die heutige Prominenz ähnelt sich verbitterten und griesgrämigen Extremsportlern à la Leni Riefenstahl an, die von Genussfeindschaft gekennzeichnet sind, die von Verzicht gekennzeichnet sind, die aber auch im hohen Alter insbesondere noch sportliche Höchstleistungen vollbringen können. Diese Leute, man muss sich das anschauen, sie hetzen von Termin zu Termin, sie hetzen vom Jogging zum Workout, sie hetzen von der Gala zum Empfang und bezeichnen dieses Stahlbad dann auch noch zum Hohn als Hedonismus, insbesondere dann nämlich, wenn sie das Ganze nur noch mit Hilfe von Aufputschmitteln durchhalten können. Sie benehmen sich also mit anderen Worten ähnlich wie die neuere Lifestyle-Linke, die im Grunde genommen gar nicht mitbekommt, wie deutsch es ist, sich als Hedonist zu bezeichnen, nur weil man mal Koks statt Speed nimmt, nur weil man mal am Samstag nicht schon um 11 ins Bett geht, sondern morgens um 4. Und vor genau diesem Hintergrund der sprichwörtlichen Verelendung, weil es ist nichts anderes als eine Verelendung, vor diesem Hintergrund wird das gesellschaftliche Ideal der Realität, also dem Kampf aller gegen alle, angepasst. Im Zeichen der Krise wird also das Versprechen Wohlstand für alle, mit dem ja konservative Parteien lange angetreten sind, mit dem auch liberale Parteien lange Zeit angetreten sind, vor diesem Hintergrund wird das Versprechen Wohlstand für alle von der Forderung abgelöst, doch bitteschön den Gürtel enger zu schnallen. Und genau diese Entwicklung hat nun durchaus auch Auswirkungen auf das, wovon ich sprach. Diese Entwicklung hat durchaus auch Auswirkungen auf Ideologiekritik. Denn ganz einfach, wenn genau die Institutionen, die inzwischen an die Stelle der klassischen Ideologieproduzenten getreten sind, also Werbefernsehen, Grundkurs Soziologie, Nachmittagstalk bei RTL 2 und so weiter, wenn genau diese Instanzen und Institutionen nur noch bestätigen und verdoppeln, was sowieso stattfindet, wenn also mit anderen Worten nicht die Realität zum Ideal strebt, sondern wenn das Ideal zur Realität strebt, dann verliert Ideologiekritik letztendlich ihre Berechtigung. Die Aufgabe der Linken wäre es nun gewesen, in genau dieser Situation die Voraussetzungen von Ideologiekritik zu verteidigen. Es hätte gegolten, die selbst nur noch widersprüchlichen, nämlich allein im Augenblick ihres Scheiterns erfahrbaren Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters, Vernunft, Autonomie, Individualität, romantische Liebe, vor ihrer Liquidierung durch die kapitalistische Entwicklung zu retten. Zitat Ende. Die Linke, und genau das ist ihr vorzuwerfen, die Linke tat allerdings das genaue Gegenteil. Die Linke beteiligte sich aktiv, die Linke beteiligte sich an vorderster Front an genau dieser Liquidierung. Wenn ich an Verschwörungstheorien glauben würde, was ich selbstverständlich nicht tue, aber wenn ich daran glauben würde, dann würde ich sagen, eine fiese, böse und finstere Macht
benutzt die vielbeschworene radikale Linke als das zentrale Versuchslabor, in dem jeder neue Irrsinn, in dem jeder neue Angriff, in dem jede neue Strategie zur Zerstörung der Vernunft ausprobiert wird, ehe das Ganze auf den Mainstream losgelassen wird. Ein paar Beispiele: bevor der Poststrukturalismus, bevor die postmoderne Theorie in der Bundeszentrale für politische Bildung oder im Kamingespräch mit dem Altkanzler ankamen, wurden Foucault und Guattari beim Tunix-Kongress im Jahr 1978 in West-Berlin von 10.000 bis 20.000 Anarchos, Spontis und Stadtindianern mit Standing Ovations begrüßt, bevor der Verrat am Gedanken der einen Menschheit, also Antiimperialismus und Antirassismus, in der Lindenstraße, in der Frankfurter Rundschau oder in der Süddeutschen Zeitung ankam, war das Ganze in der Radikal zu Hause oder in der Interim aus Berlin. Und bevor der Veganismus Nina Hagen und die Massen ergriff, erlebte er in besetzten Häusern seine Latenzphase. Ich komme damit zum Ende und muss mir ganz kurz noch was nachdenken. Wenn sich nun ein Lehrling oder wenn sich ein Gymnasiast oder ganz im Allgemeinen, wenn sich ein junger Mensch in der Magdeburger Bürde, hier also, wenn sich also ein junger Mensch in Düsseldorf oder am Rand der Müritz oder wo einfach auch immer den örtlichen Haut-drauf-Autonomen anschließt, den Jusos, den Grünen oder noch schlimmer der Linkspartei, dann fühlt er sich zwar oft genug von genau dem angezogen, wofür die Autonomen, die Jusos, die Linkspartei, die Grünen und so weiter auch tatsächlich stehen. Ganz einfach 15 Jahre Erziehung und Prägung durch Berufsostler, 15 Jahre Prägung und Erziehung durch linke Gemeinschaftskundelehrer oder Prägung durch die klassische linke Schul- und Erweckungsliteratur, also Momo, der Kinder vom Bahnhof, Zoo, die Welle und wie dieses ganze Zeugs heißt. 15 Jahre damit sorgen ja dummerweise nicht immer für die Abscheu, die man sich als Ideologiekritiker so wünscht. Aber manchmal ist es halt doch so, manchmal geht der entsprechende Entschluss allerdings durchaus auch auf etwas anderes zurück als auf die Überzeugungskraft der jeweiligen Parteiprogramme. Manchmal geht dieser Entschluss, von dem ich gesprochen habe, dieser Entschluss, sich einem dieser Vereine anzuschließen, auch auf etwas anderes zurück als auf den überwältigenden Charme kleinstädtischer Linksparteifunktionäre oder die Begeisterung für die Werwolf-Romantik der Autonomen. Das beste Beispiel hierfür sind ja die wahrscheinlich mehr als gebrochenen politischen Biografien, die sich auch hier die AGEA, oder wie sprecht ihr euch aus, die sich hier auch die AGEA immer häufiger nach Magdeburg einlädt. Der Anschluss an Vereine wie die Autonome Antifa, wie das Sozialistische Büro, den Kommunistischen Bund und so weiter, das alles dürfte in solchen Fällen eher und das möchte ich wieder betont wissen, eher, weil ich hier selbstverständlich keine Idealisierung betreiben möchte. Der Anschluss also an solche Vereine dürfte letztendlich eher auf Naivität oder die vorläufige Unfähigkeit zurückzuführen sein, die eigene Unzufriedenheit mit Eltern, die eigene Unzufriedenheit mit Lehrern, Sozialarbeitern, Dorf- und Kleinstadtschlägern, also kurz mit all den Widerwärtigkeiten, die das Alltagsleben nun mal so zu bieten hat, diese Erfahrung auf einen Begriff zu bringen. Der Anschluss an die Linke dürfte hier in diesem Fall eher auf den Nachschein einer Zeit zurückzuführen sein, von der ich vorhin gesprochen habe. Der Anschluss an die Linke dürfte hier in so einem Fall eher auf den Nachschein einer Zeit zurückzuführen sein, in der sich in den Reihen der Linken noch Leute sammelten, die das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft ernst nahmen und die gerade aus diesem Grund, weil sie dieses Glücksversprechen ernst nahmen, nicht hinter diese Gesellschaft zurückfallen wollten. Das Bemerkenswerte ist nun, verantwortlich dafür, dass die Linke immer noch mit der Befreiung der Menschheit gleichgesetzt wird, irrtümlicherweise. Verantwortlich dafür also, dass die Linke immer noch mit der Befreiung der Menschheit gleichgesetzt wird, ist weniger die Linke selbst, sondern verantwortlich dafür scheint mir eher die rechte oder die konservative Gegenpropaganda zu sein. Der in der Regel denunziatorisch gemeinte Vorwurf von rechts: die Linke tritt für Libertinage ein, die Linke tritt für Genuss ein, die Linke tritt für Glück ein. Diese Vorwürfe dürften in letzter Zeit mehr zu dieser Identifikation, von der ich gesprochen habe, beigetragen haben, als die regelmäßigen Dementis der Linken. Das Ganze dürfte mehr zur Identifikation der Linken mit diesen Dingen beigetragen haben, als die regelmäßige Verzichts- und Waschzwang-Rhetorik, die sich ja in der Praxis der Linken sehr deutlich spiegelt.
Als beispielsweise Anfang der 90er Jahre auf einer sehr breiten Ebene von der FAZ über den Rotbuchverlag bis hin zum Dietz Verlag in Berlin über die Frage diskutiert wurde, was ist heute noch links? Da spulte die Mehrheit der Beiträge, die versuchten eine Antwort darauf zu geben, und vor allem diejenigen, die aus der Linken kamen, da spulte die Mehrheit dieser Beiträge die einschlägigen Anti-Begriffe und die einschlägigen einschlägigen Standardformeln ab, also antifaschistisch, antirassistisch, feministisch, ökologisch und so weiter und so fort. Nur eine einzige Person erinnerte daran, dass es der Linken nicht nur um Kindergartenplätze gegangen war, nur eine einzige Person erinnerte daran, dass es der Linken nicht nur um soziale Umverteilung oder Krötentunnel unter Fernverkehrsstraßen gegangen war, was im Übrigen Claudia Nolte tatsächlich damals geschrieben hat. Der Einzige nun, der in der gesamten Debatte daran erinnerte, die Linke trat für eine Gesellschaft der Gleichen und Glücklichen ein, vom Glück war tatsächlich in dieser gesamten Debatte, das sind mehrere Bücher, vom Glück war bei keinem in dieser Debatte, insbesondere wenn er von links kam, die Rede, also weder bei Wolfgang Fritz Haug, noch bei Antje Vollmer, Toni Judd, André Gorz, Elmar Altvater und wie diese Leute alle heißen. Der Einzige, der also daran erinnerte, die Linke ist, die tritt für die Gesellschaft der Gleichen und Glücklichen ein, war ein klassischer deutscher Reaktionär mit dem Namen Ernst Nolte, der das natürlich nicht affirmativ meinte, sondern der das denunziatorisch meinte. Gut, was heißt das jetzt? Drei zusammenfassende Thesen. These 1. In der heutigen Linken ist die Dialektik der Aufklärung, die sich ja seit 1789, wie ich versucht habe zu erzählen, die sich seit 1789 durch die Geschichte der Linken zog, stillgelegt. Die Idee der Befreiung der Menschheit kann nicht mehr gemeinsam mit der Linken aufrechterhalten werden, sondern nur noch im regelmäßigen Widerspruch zur Linken. These 2. Die Linke ist inzwischen eine der zentralen Institutionen deutscher Ideologie und allein schon aus diesem Grund wird Ideologiekritik, die diesen Namen verdient, nicht so schnell von der Linken loskommen. Und These 3, drittens und letztens, diese Abkehr von der Linken hat gleichzeitig eine Art Rückkehr zur Linken zu sein, denn der überschießende Gehalt, den die historische Linke einmal produzierte, der überschießende Gehalt, den die historische Linke einmal mit sich transportierte, dieser überschießende Gehalt, der muss gegen die heutige Linke verteidigt werden. Und da man das auch, wie ich mitbekommen habe, auch in Magdeburg eine gewisse Begeisterung für eine Art Israel-Solidarität unter dem Banner der PDS gibt, möchte ich dazu noch ganz kurz was sagen. Das, von dem ich gerade gesprochen habe, Verteidigung des überschießenden Gehalts, den die historische Linke mit sich transportierte, gegen die aktuelle Linke, heißt gleichzeitig, wer zum Beispiel in einer der zentralen Institutionen neuer deutscher Ideologie ausgerechnet einen israelfreundlichen Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten gründet, der muss sich letztendlich tatsächlich vorwerfen lassen, dass er nicht das, was er dort als Israel-Solidarität bezeichnet, stärkt, sondern dass er die Linke in ihrem schlechtesten Sinn stärkt. An den entsprechenden Arbeitskreisen, ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich immer noch eine Rolle spielt, ich hoffe nicht, an den entsprechenden Arbeitskreisen kann sich die Bewegung ihrer Heterogenität versichern, an diesen Arbeitskreisen kann die Linke sich ihres Pluralismus versichern, auf den sie so stolz ist, während der kritischere Teil dieser Bewegung sein Bedürfnis nach Masse oder, wie das jetzt gern genannt wird, nach gesellschaftlicher Relevanz damit legitimieren kann, dass beim Thema Israel oder beim Thema Antisemitismus, als dass das inzwischen bezeichnet wird, ist also zum Thema geworden, zum Thema verkommen, muss man eigentlich sagen, dass bei diesem Thema doch inzwischen eine Art Sensibilisierung stattgefunden hat. Wer also ausgerechnet, und das sind die letzten Worte dazu, wer also ausgerechnet im größten Palästina-Komitee seit der NSDAP einen israelfreundlichen Arbeitskreis für Frieden in Nahost gründet, der muss sich vorwerfen lassen, dass er sein eigenes Anliegen letztendlich dementiert, dass er sein eigenes Anliegen entwertet. Anstatt die Illusion zu wecken, und damit komme ich wirklich zum Ende, anstatt die Illusion zu wecken, dass die Linke die Partei noch der Aufklärung ist, ist es nötig, diese Illusion zu zerstören. Ganz einfach, wer den Vatikan für den Hort freier Liebe hält, der sollte bei seinem Gang ins Priesterseminar nicht auch noch unterstützt werden, sondern der sollte über sein Irrtum aufgeklärt werden. Das ist nicht mal eine Frage der Menschlichkeit, das ist einfach nur eine Frage der Höflichkeit. In gewisser Weise, in gewisser Hinsicht müsste man letztendlich zwar über die konservative oder über die rechte Fehlwahrnehmung, also die Linke als Partei des irdischen Glücks, zwar fast froh sein und das Ganze forcieren,
Immerhin sorgt diese Vorstellung, oder immerhin ist es so, dass gerade diese Vorstellung dafür sorgt, dass die große deutsche Volksfront, die Leute wie Jürgen Elsässer, die große deutsche Volksfront von links bis rechts, die Leute wie Jürgen Elsässer beispielsweise gegen Amerika führen wollen, dass diese große deutsche Volksfront bisher nur als ideelles Bündnis besteht und nicht als reales Bündnis. Aber erstens braucht man sich, wenn man tatsächlich versuchen möchte, Ideologiekritik auf der Höhe der Zeit zu betreiben, keine allzu großen Illusionen über die eigene Einflussmöglichkeit auf Rechte und Konservative machen. Das wäre Größenwahn. Und zweitens kann es Ideologiekritik natürlich nicht darum gehen, dem linken Verrat einen eigenen Verrat an der Wahrheit entgegenzusetzen, egal wie ehrenwert das Ganze auch begründet sein mag. Ich bin damit am Ende angelangt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe auf eine Diskussion. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Jan. Es gäbe jetzt die Möglichkeit erstmal für inhaltliche Nachfragen, falls etwas unverstanden geblieben ist. Bitte. Vorhin war kurz die Rede von einer Organisation, die sich in den Weg verstanden hat, DFLP-Abkürzung. Was ist das denn? Okay. Wollen wir sammeln? Mir ist das egal. Verfahrt so, wie ihr immer verfahrt. Gibt es denn noch weitere inhaltliche Nachfragen erstmal? Sonst kannst du vielleicht gleich drauf antworten. Die PFLP ist die People's Front for the Liberation of Palestine, die Volksfront zur Befreiung Palästinas. Und die ist lange Zeit Mitglied, oder ich weiß nicht, ob sie immer noch Mitglied ist, der PLO gewesen. Die gehört dort innerhalb der PLO so ziemlich zum miesesten, zum antisemitischsten und antizionistischsten, was man sich in dieser Organisation vorstellen kann. Die PFLP ist beispielsweise die Organisation, die als erstes auf die Praktik der Flugzeugentführung in den 70er Jahren eingegangen ist. Die PFLP ist die Organisation, die gemeinsam mit den revolutionären Zellen aus Deutschland, so der dritten großen Stadtguerilla-Organisation in der Bundesrepublik, im Jahr 1976 ein Flugzeug entführt hat, eine El Al-Maschine, und in dieser El Al-Maschine dann selektiert hat nach Juden und Nichtjuden. Die Nichtjuden wurden innerhalb kürzester Zeit freigegeben, freigelassen, die Juden mussten dort bleiben. Die PFLP ist beispielsweise auch die Mutterorganisation dieses Mannes, der vor kurzem gegen die Leichen der beiden im Libanon entführten israelischen Soldaten freigelassen wurde, der in den 70er oder frühen 80er Jahren mit einem kleinen Kommando von Mitgliedern der PFLP in Israel am Strand gelandet ist, eine Familie als Geisel genommen hat, die dann die Tochter dort vor Augen der Eltern umgebracht hat und so weiter und so fort. Also wirklich eine der am vehementesten antizionistisch und antisemitisch agierenden, eine der vehementen Gruppen innerhalb der PLO, eine der, die ihrem Judenhass den größten und den offensten Lauf gelassen hat innerhalb der PLO und die gleichzeitig, das ist das Bezeichnende, die auch gleichzeitig als die Organisation mit galt, die am weitesten links stand innerhalb der PLO. Okay, wenn es keine inhaltlichen Nachfragen gibt, dann würde ich die Diskussion einfach an der Stelle gerne öffnen. Okay, dann würde ich gerne das Eis der Stille brechen. Ich dachte, wir brechen dann ab. Du hast davon gesprochen, dass der überschießende Gehalt, der in der Linken einst vorhanden war, du hast es genannt, schlechte Eindeutigkeit der heutigen Linken aufgelöst ist, und im selben Atemzug davon gesprochen, dass es immer wieder eine Anschlussfähigkeit und eine Rezeption von Leuten gab wie Kosch, Adorno und so weiter. Und genau auf diese Anschlussfähigkeit bezieht sich meine Frage, nämlich verweist nicht diese Anschlussfähigkeit darauf, dass es mit dieser schlechten Eindeutigkeit dann doch nicht so weit her ist und es anscheinend immer noch implizit ein, um den Begriff nochmal zu bedienen, emanzipatorisches oder emanzipatives Moment im Sinne dieses einstigen Glücksversprechens gab. Oder nach wie vor gibt sozusagen in Bewegungen wie den 68ern oder dem Rätekommunismus.
Ja gut, und ich habe das Argument jetzt nicht verstanden. Weil Kursch, weil Adorno und so weiter, Benjamin, sich an die Linke angeschlossen haben, gibt es dieses emanzipatorische Moment. Doch die Leute sind aber lange tot. Nein, aber sie haben sich ja nicht nur der Linken angeschlossen, sondern Leute wie Adorno wurden ja auch dankbarerweise von den 68ern zum Beispiel aufgenommen. Und diese Begeisterung für Leute wie Adorno, Marcuse und so verweist sozusagen die anfängliche Begeisterung nicht eben und die Anschlussfähigkeit noch auf das emanzipative Moment innerhalb der Bewegung. Also ich zweifle an diesem Begriff, das was du mit schlechter Eindeutigkeit klargemacht hast, bei mir da sozusagen noch das letzte Residuum des Glücksversprechens aufzuscheinen scheint. Ja gut, dazu muss man sagen, ich sagte ja zuerst, Kursch ist tot, Adorno ist tot und so weiter, und das ist lange her, dass sie sich angeschlossen haben. 1968 ist, ich weiß gar nicht, was wir neulich gefeiert haben, 40 Jahre 68, also wir reden jetzt, du redest über eine Zeit, die 40 Jahre früher war, dass ein Menschenleben her ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es in dieser damaligen Zeit noch einen gewissen emanzipatorischen Überschuss innerhalb der Linken gegeben hat. Ohne Zweifel, also wenn man sich die Texte durchliest, die Hans-Jürgen Krahl beispielsweise geschrieben hat, da findet man durchaus noch einige Anknüpfungspunkte. Bei Krahl lebt es in einer gewissen Weise was fort, oder Alfred Schmidt beispielsweise, der einer der ersten ist, die sich mit dem Glücksversprechen, also Alfred Schmidts Horkheimer Adorno-Schüler, saß von 72 bis 99 auf dem Lehrstuhl von Adorno, auf dem Lehrstuhl von Horkheimer, der gehört tatsächlich auch noch zu den Leuten, bei denen das letztendlich noch rauspräpariert werden kann. Aber es muss eben auch seit 68 rauspräpariert werden. Wir sehen ja alle, wo die 68er-Bewegung hingekommen ist. Die 68er-Bewegung sitzt jetzt auf Lehrstühlen, hat nichts mehr mit der kritischen Theorie zu tun. Die 68er-Generation, die sitzt jetzt in Regierungsverantwortung und so weiter. Eines der zentralen Momente, glaube ich, die dafür gesorgt haben, oder einer der zentralen Augenblicke, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze sich in schlechte Eindeutigkeit aufgelöst hat, ist 1989. Trotz aller Erstarrung, die im Rahmen des Ost-West-Konfliktes ja auf einer weltpolitischen Ebene zu beobachten war, hat dieser Ost-West-Konflikt letztendlich, glaube ich, trotzdem aufgrund dieser Angst vor atomarer Vernichtung, aufgrund der Angst vor einem riesengroßen Krieg etc., doch noch dafür gesorgt, dass sich das Glücksversprechen in einer vermittelten Form, in einem gewissen Abglanz noch in die Linke hinein verlängern konnte. Aber diesen Ost-West-Konflikt gibt es ja inzwischen auch seit ca. 20 Jahren nicht mehr. Und ich wüsste derzeit wirklich nicht, bei wem oder bei welcher Strömung der Linken, die sich positiv auf die Frage, was ist links, bezieht, noch wo da dieses überschießende Moment zu entdecken sein sollte. Wie gesagt, ich glaube, 68 hat es tatsächlich noch gegeben, wenn ich auch glaube, dass es da ganz viele Missverständnisse gab, 68. Es war nämlich teilweise gar nicht die Sehnsucht nach dem Glücksversprechen oder die, wie Purz und Krahl das schreibt, die Sehnsucht nach oder ein Aufbegehren gegen den Verfall von Gebrauchswert etc., sondern da gab es ganz recht viele Missverständnisse. Dazu muss man sich einfach die Rezeption dessen ansehen, was die Rezeption von Adorno, die Rezeption Horkheimers ansehen. Das ist nämlich im Grunde genommen so, dass die nach 1945, also 1968, versuchen die genau auf die Texte in erster Linie zunächst zurückzugreifen, die vor 1945, die vor dem zentralen Ereignis, das symbolhaft für den Verfall des Glücksversprechens steht, nämlich Auschwitz, auf diese Texte zurückzugreifen und überhaupt nicht reflektieren, was danach kommt. Die reflektieren überhaupt nicht, dass die kritische Theorie beispielsweise, wir haben uns darüber ja vorhin unterhalten, von einem Umschlagen von Ideologie in Wahn spricht. Die reflektieren überhaupt nicht, dass die kritische Theorie, Marcuse macht das an manchen Stellen, davon spricht, dass sich das Kapitalverhältnis immer stärker in Richtung seines eigenen Begriffs entwickelt, was heißen soll, dass alle überschießenden Momente einkassiert werden. Also insofern glaube ich nicht, dass das damit zu tun hat, dass dieser große Hype von 68, wie gesagt, auch 40 Jahre her, dass das irgendwie sehr viel mit diesem Glücksversprechen zu tun hatte innerhalb der Linken, weil davon waren in den 70er Jahren nichts mehr übrig. Das ist wirklich, wirklich so ein kurzer Sommer von 67 bis 68 mal gewesen. In den 70er Jahren sind die alle in die K-Gruppen reingegangen.
en masse, also die ganzen K-Gruppen, diese marxistisch-leninistischen Kleingruppen, oder es waren keine Kleingruppen, durch die sind hunderte, tausende Leute in den 70er Jahren gegangen. Da war die gesamte Führungsriege der antiautoritären Revolte drin. Es haben sich ganze SDS-Landesverbände in den Kommunistischen Bund, in den Kommunistischen Bund Westdeutschlands, in die Kommunistische Partei Deutschlands, Aufbauorganisationen in die Kommunistische Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten hinübergerettet, wo dann plötzlich nichts mehr von Hedonismus, Glück und ähnlichen Sachen die Rede war, sondern wo man nett den Scheitel getragen hat, wo man eine Aktentasche getragen hat, wo man nicht mehr gesagt hat, okay, was ihr dort macht, auf Arbeit gehen und so weiter, das ist alles ziemlich ekelhaft, wir wollen eigentlich Genuss, sondern wo man sich selbst proletarisiert hat und selbst in die Betriebe gegangen ist, wo Leute wie Matthias Belz beispielsweise, der dann beim revolutionären Kampf war, so ein Kumpel von Joschka Fischer, 6 Jahre bei Opel am Fließband stand, und so weiter und so fort. Also ich kann diesen Überschuss, um nochmal auf die Zeit nach 89 zurückzukommen, gerade nach dem Ende dessen, was man als Bipolarität bezeichnen würde, den kann ich nicht erkennen in der Linken. Mhm. Weitere Fragen? Oder Gegensetzung und Kritik? Ich habe eine Frage, wie würdest du das werten, dass es ja eine Zeit lang eine Konjunktur hatte, Mobilisierung zum Beispiel zu allen möglichen Themen, so einen Luxus für alle zu verbinden. Also dieser Slogan, der ist jetzt ziemlich eingängig irgendwann präsent gewesen, beziehungsweise ich glaube, die Leute von der Top-Berlin ja auch mal so eine Pro-Konsum-Demo gemacht haben. Also wie würdest du das vor dem Hintergrund werten? Also ist es relevant oder einfach nur Persiflage? Also ich halte das für eine Persiflage. Man hört ja diesen Slogan dann immer Luxus für alle und so weiter und guckt sich an, wo wird denn das abgehalten? In irgendeiner schrammligen linken Bude, wo man sich auf kein Sofa setzen möchte und so weiter. Nur weil man das schlechte Leben, das man ohnehin pflegt, das man eigentlich gut findet, plötzlich unter dem Stichwort abbucht Luxus, ist es noch, hat es noch nichts wirklich mit dem Anspruch auf Glück, der ja auch immer eine eigene Weiterbildung, der ja nicht nur mit Genuss zu tun hat, sondern auch auf eine, wie das in der Aufklärung genannt wurde, auf Persönlichkeitsbildung und so weiter. Damit hat das ja nicht so viel zu tun. Und dann das andere, ist, worauf du wahrscheinlich auch anspielst, ist gerade das, was jetzt halt immer wieder unter Hedonismus in der Linken abgebucht wird, was ja auch ein ziemlicher Witz ist. Also ich habe das ja vorhin ganz kurz gesagt, nur weil man halt mal Koks statt Speed oder irgendwelchen doofen Tabletten sich einwirft und nur weil man mal am Samstag nicht schon um 11 ins Bett geht und um 3, sondern um 3 oder 4, um 5, nur aus dem Grund dann schon von Hedonismus, der Begriff des Hedonismus ist ja wirklich ausgerichtet auf die Vorstellung des Glücks, wenn man sich das in einer historischen Perspektive ansieht. Nur das, wie gesagt, Koks statt Pillen oder so, oder nicht so spät, nicht so früh ins Bett gehen, wenn man das als Hedonismus bezeichnet, dann hat das schon was arg Deutsches. Also nur weil ich mal Gänsebraten esse statt Erbsensuppe, bin ich nicht leicht Hedonist, um das mal auf eine andere Ebene zu bringen. Weitere Fragen? Dazu kommt ja noch, dass dieser neue Hedonismus, wie das in Anführungszeichen nur genannt werden sollte, natürlich noch ein ganz anderes Moment hat. Es gibt ja bei Herbert Marcuse eine intensive Auseinandersetzung mit dem Hedonismus, mit dem philosophischen Hedonismus. Und Marcuse bestimmt da im Grunde genommen seinen Begriff des Glücks. Das ist eigentlich dieser Hedonismusartikel von ihm, dieser Hedonismusaufsatz, ist eigentlich ein Aufsatz über das Glück und er bestimmt das Glück in einer vernünftig eingerichteten Welt in einer zweifachen Abgrenzung. Abgrenzung 1 ist eben die zu solchen Sachen, über die ich vorhin gesprochen habe, die in Richtung des klassischen Idealismus gehen, wie sie beispielsweise in der Französischen Revolution umgesetzt wurden, wo nur von einem allgemeinen Glück gesprochen wird. Das allgemeine Glück, wo überhaupt nicht das Glück des Individuums
mit gedacht wird, wo im Grunde genommen das Individuum komplett einkassiert wird, wo das Individuum sich in der Allgemeinheit auflösen soll und gar kein Platz dafür ist, was letztendlich unter der Überschrift in einigen sozialistischen Staaten kann man das ja durchaus sehen, wo sich dann unter solchen Überschriften einfach wirklich eine totale Gesellschaft verbirgt, die Glück darin damit definiert, dass der Einzelne im Kollektiv aufgeht, wo das Individuum mit seinen individuellen Bedürfnissen, mit seinen individuellen Sehnsüchten überhaupt nicht mehr vorkommt. Das ist die eine Richtung, in die Marcuse das abgrenzt, und die andere Richtung ist die, die in der klassischen Philosophie eben tatsächlich unter dem Stichwort des Hedonismus in der Antike und so weiter stattgefunden hat, wo es im Grunde genommen darum geht, ja, ich kann leben und so weiter, ich kann glücklich sein, ich kann genießen, ohne Rückgriff auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, wo man letztendlich, wie Marcuse das sehr gut schreibt, letztendlich nur seine eigene Ohnmacht weiter reproduziert und sich, um das einfach zu sagen, sich unglaublich was vormacht und nichtsdestotrotz dann eine gewisse Abstumpfung und eine gewisse Barbarisierung ebenfalls mit betreibt. Das sind halt diese beiden Pole, zwischen denen die kritische Theorie hier in Form von Marcuse, bei Horkheimer findet sich das so ähnlich, bei Alfred Schmidt dann ebenfalls nochmal in Richtung dieser beiden Pole hin abgrenzt. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar zu deiner dritten These. Wenn du sagst, es gilt also eine Abkehr von der Linken vorzunehmen und eine Rückkehr zu einer Linken, die noch diesen überschießenden Gehalt versprach, kommst du dann nicht sozusagen im Zirkelschluss genau auf das, was du eingangs attestiert hast, nämlich dass die echte Linke gegen eine Pseudo-Linke, beziehungsweise in dem Fall ihre Auswüchse, also eine Linke, die dieses überschießende Gehalt in schlechte Eindeutigkeit auflöst, kommst du nicht genau zu dem Punkt dann wieder zurück? Also verteidigst du dann in dem Moment nicht das Authentische gegen ihren Auswuchs oder seinen Auswuchs? Nee, das tue ich, glaube ich, nicht. Und zwar in der Form, es geht darum, dass genau die überschießenden Momente, die historische Linke mal mit sich transportiert hat und die immer weiter in Vergessenheit geraten. Also wenn man sich heute das ansieht, was die Leute dort von hier ZK in Magdeburg, wie die heißen und so weiter, was die machen, da findet sich überhaupt keine Idee mehr, dass die Linke mal mehr war als das, was die heute von sich geben. Da findet sich überhaupt keine Idee davon, dass es mal intensive theoretische Debatten über bestimmte Sachen gab. Da findet sich überhaupt keine Idee davon, dass die Linke eben auch mal die Partei des Glücks war. Diese Idee findet sich da bei denen überhaupt nicht. Und diese Idee muss man, glaube ich, meines Erachtens stark machen, weil die sind sonst irgendwann vergessen. Es kommt letztendlich darauf an, das wollte ich damit sagen, aus diesem ganzen Schrott, den die Linke in ihrer 200-jährigen Geschichte produziert hat, die wenigen überschießenden Momente, die wenigen Momente, an die es sich aus einer Position, die das Glück nicht aufgeben will, anknüpfen und die da herauszuschälen. Darum geht es mir. Und damit komme ich selbst nicht in eine Art eigener Eindeutigkeit, weil diese Eindeutigkeit, die wäre ja durchaus vernünftig. Es geht ja nicht darum, die Linke weiterzuführen, es geht ja nicht darum, die Linke aufzubauen und so weiter, sondern es geht darum, Zustand abzuschaffen, in dem es nötig ist, als Linke zu agieren. Also dieser Zerfall, den erkennt man auch schon sehr schön an gerade dieser Parole, die ja vor ein paar Jahren immer mal so als Demo, als Demo-Slogan da fabriziert wurde, dieser Parole für eine starke Linke beispielsweise. Das ist ja ein kompletter Humbug. Also Wolfgang Kurt hat das in den 80er Jahren schon mal mit den Worten kommentiert, so sinngemäß, ich kriege das nur noch grob zusammen. Was soll das für eine starke Linke? Das heißt letztendlich, unser Verein soll größer werden, unser Verein soll stärker werden. Früher, noch 68, das ist der zentrale Punkt bei Port, da hieß es, für eine Revolution, für eine andere Gesellschaft und so weiter. Und das ist dazu geworden, zu der Parole geworden, unser Verein soll größer werden. Und insofern geht es mir gar nicht darum, weiter diese Doppeldeutigkeit, diese Ambivalenz zu retten, sondern eben einen Zustand zu schaffen, in der eben wirklich nicht von so einer Ambivalenz lebt, sondern der vernünftig eingerichtet ist. Insofern, wie es keine weiteren Fragen gibt, und ich, bitteschön. Doch,
der Aufklärung, und es gibt da natürlich, wie das in der Aufklärung, in der Philosophie der Aufklärung nun mal der Fall ist, selbstverständlich keine genaue Definition, wie das im Wissenschaftsbetrieb heute ist, wo man ja irgendwas vorgesetzt bekommt und dann gesagt kriegt, okay, definier das mal, sondern es gibt eine Herleitung, eine Entwicklung dieses Begriffs, der sich natürlich immer von den gesellschaftlichen Zuständen ab, von den gesellschaftlichen Zuständen ab, ablösen lässt, nicht ablösen, ableiten lässt. Und da kann ich natürlich nicht sagen, okay, Glück ist, wenn dieses und jenes passiert, weil das wäre natürlich eine ziemlich auftrumpfende Art und Weise, sondern Gesellschaftskritik, die sich auf diesen Glücksbegriff bezieht, die kann diesen Glücksbegriff nur ex negativo entwickeln, in dem Sinn, dass sie sagt, eine Gesellschaft, in der das Glück die oberste Maxime ist, ist letztendlich im Umkehrschluss eine Gesellschaft, in der das Unglück nicht mehr immer wieder aus sich selbst heraus aufs Neue reproduziert wird. So macht, so lässt sich das in der kritischen Theorie entwickeln. Also dabei ist selbstverständlich klar, dass das Unglück selbst natürlich nie vollständig abgeschafft werden kann, ohne Zweifel. Also es werden immer Leute sterben, es werden immer Leute krank werden, aber es geht in diesem Fall eher darum, dass eben nicht das, wenn es auch gelindert werden soll, dass das natürlich nicht abgeschafft werden kann, sondern dass es darum geht, gesellschaftliche Verhältnisse, die gesellschaftlich, wie ich das halt gerade schon gesagt habe, die gesellschaftlich dazu beitragen, dass Menschen unglücklich sind, die gesellschaftlichen Ursachen des gesellschaftlichen Unglücks abzuschaffen. Insofern ist das eine ex negativo Definition in Anführungszeichen. Okay, insofern wie es keine weiteren? Ach, sehr schön. Ich sollte vielleicht einfach immer reinstolpern und dann meldet ihr euch. Bitteschön. Du hast es ja schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Letzten Endes bedeutet das doch, dass dieses ganze Projekt auch gegen die Wand fahren wird, weil es ja aus meiner Perspektive unwahrscheinlich ist, dass sich die Leute, die versuchen, sich beispielsweise noch gegen Glücksbegriff zuzuwenden, die Anzahl ihrer verringert sich stetig. Und also vielleicht nochmal die Frage, ist das, können wir jetzt hier nur noch dokumentieren, wie das Ganze gegen Baum geht, wie die Linke und wie das Glücksversprechen gegen Baum gefahren wird und damit ist es gegessen, oder hast du vielleicht noch eine Perspektive durch deine Arbeit, die du vielleicht auch versuchst zu leiten, daran was ändern? Ich habe da schon mal was vorbereitet. Nee, das ist natürlich, habe ich natürlich nicht. Ich habe nichts vorbereitet, weil es sich da leider auch nichts vorbereiten lässt. Auf die Frage muss ich einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass sich dieser Prozess aufhalten lässt, dass sich dieser Prozess umkehren lässt. Aber allein schon die Tatsache, dass man konstatieren muss, das Glücksbegriffen ist im Verschwinden begriffen und kein Schwein stört, beziehungsweise das Glücksversprechen, das ja, wie ich gesagt habe, mal auf das gesellschaftliche Glück, ist eine Gesellschaft, die das Unglück nicht immer wieder aus sich heraus produziert, ist eben in diese ESO-Abteilungen der Bahnhofsbuchhandlungen abgewandert. Vor dem Hintergrund sehe ich da eher schwarz. Ich bin allerdings, sonst würde ich das natürlich nicht machen, weil ich bin kein Archivar oder so, der diesen Untergang einfach nur versucht zu dokumentieren. Hoffe ich natürlich, dass das irgendwann sich doch noch ändern wird. Und gerade dieses Abwandern des Glücksbegriffs in die Esoterik ist natürlich einmal bezeichnend für den Verfall des Glücksbegriffs. Er zeigt allerdings andererseits ebenfalls, dass es offensichtlich ja doch noch so ist, dass die Gesellschaft sich noch nicht ganz so eindeutig zu ihrem Begriff verhält, wie ich das vorhin gesagt habe, dass die Gesellschaft eben doch immer noch die Sehnsucht danach erzeugt, dass das nicht alles so sein kann, dass es doch noch irgendeinen Moment von Glück geben muss. Das ist natürlich ein schwacher Trost, wenn man sich das ansieht, was das für Bücher sind und was da drin steht, aber, und ich weiß auch nicht, ob das wesentlich mehr ist als ein Trost, nichtsdestotrotz hofft man dann natürlich einfach darauf, wenn man solche Dinge skizziert, wie ich das jetzt gerade getan habe, wenn man das tut, wie das die kritische Theorie getan hat, wenn die halt von einem totalen Verblendungszusammenhang spricht und von anderen Dingen spricht, dass die Überzeichnungen, die man dort drin hat, weil wenn die kritische Theorie
vom totalen Verblendungszusammenhang. Sprich, dann ist der Verblendungszusammenhang ja doch nicht ganz so total, wie die das dort, wie das dort konstatieren, weil es gibt ja immer noch sie, die diesen Verblendungszusammenhang durchschauen und so weiter. Die betreiben dort letztendlich eine Zuspitzung, die betreiben dort eine Beschreibung der Tendenzen, in deren Richtung die Gesellschaft geht, und hoffen vor diesem Hintergrund, dass die Beschreibung der Konsequenzen, die das Ganze haben wird, dazu beiträgt, dass die Menschheit dann doch noch vor den Dingen, die sie ja selbst mit befördern, dass sie dann doch noch erschrecken davor und sich doch noch entschließen, im besten Sinn geschichtsmächtig zu werden. Bitte. Du hast vorhin den Marc Shalom ja schon angesprochen, der innerhalb der Linken ja herausbildet und meinte, dass es eigentlich beschlossen, dass das passieren kann, weil er so, weil die Linke ja sich die Linkspartei, die er halt in der antisemitischen Tradition sieht. Meine Frage ist, also ist es dann nicht nur konsequent, in einer Partei einen Arbeitskreis zu bilden, die sich auch noch die Linke nennt, die genau das von sich beansprucht, links zu sein, genau da so einen Stachel reinzusetzen und zu sagen, nee, ihr seid eigentlich nicht. Also gut, du hast gesagt, dass das sei das Schlimmste, das ist natürlich nicht das Schlimmste. Es gibt wesentlich, also es sei das Schlimmste. Ja, das ist nicht das Schlimmste. Es gibt ohne Zweifel wesentlich schlimmere Dinge, als in so einer Partei so einen Arbeitskreis zu bilden. Nichtsdestotrotz kann ich das einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Dazu müsste man sich, um das nachvollziehen zu können, müsste man sich einfach die gegenwärtigen Tendenzen, die es in der bundesrepublikanischen Gesellschaft und die Tendenzen, die es auch in dieser Linkspartei gibt, ansehen. Und dort muss man schon konstatieren, dieser klassische alte Haut-drauf-Antizionismus, den man halt in den 70er Jahren in der Linken beobachten konnte, den man bis in die 80er Jahre mitsehen konnte, der dann im Zuge des Zweiten Golfkrieges nochmal ausgebrochen ist und der halt immer mal wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Dieser klassische alte Antizynismus, der ist tatsächlich im Verschwinden begriffen, also der mit dem Bulldozer ankommt und der sagt, Israel von der Landkarte streichen und so weiter. Das gibt es nicht mehr in dieser enorm stark ausgeprägten Form, außer hier vielleicht in Magdeburg und in ein paar anderen Städten. Aber auch hier ist das ja durchaus im Verschwinden begriffen. An die Stelle dieses klassischen alten Antizynismus ist was getreten, was ich als den neuen Antizynismus bezeichnen würde. Der kommt nicht mehr ganz so, der kommt nicht mehr ganz so mit dem Vorschlaghammer daher, sondern der kommt eher mit, der gibt sich einfach wesentlich differenzierter, der gibt sich einfach wesentlich ja, weltoffener und so weiter und so fort und läuft letztendlich aber auf kaum was anderes hinaus, also läuft auf kaum was anderes hinaus als auf eine, offene offensive Delegitimierung der israelischen Politik und so weiter und so fort. Und wenn man nun die Linkspartei da hinzunimmt, dann muss man einfach schauen, die Linkspartei will einfach mitregieren. Und das ist, solange die Leute wie Norman Pech und so weiter dort in ihrer Führungsspitze haben, vor dem Hintergrund der Veränderung des Antizionismus überhaupt nicht mehr so richtig möglich. Also man stelle sich vor, nächste oder übernächste Legislaturperiode gibt es diese Koalition, die die Linkspartei ja gerne haben möchte, und es gibt einen Außenminister von der Linkspartei, der nach Israel fährt. Das wäre nicht möglich, Deutschland würde sich unmöglich machen und so weiter. Und gerade dieser Punkt, der Punkt des Antizionismus, der behindert letztendlich derzeit noch, neben vielen anderen, die Regierungsfähigkeit, die Mitregierungsfähigkeit der Linkspartei auf Bundesebene. Und in diesem Kontext, gibt es in der Linkspartei ja seit längerer Zeit Diskussionen. Diese Diskussionen werden nicht nur von Bak Shalom angeregt, sondern die werden von Gysi angeregt, die werden von Petra Pau, aber die meinte ich nicht. Ich meinte, nee, Sarah war eigentlich nicht. Katja Kipping, genau. Katja Kipping und so weiter, die das eben aus dem Apparat heraus begründen. Und die begründen das damit, mit der Aussage, es geht letztendlich darum, Solidarität mit Israel ist Staatsräson und aus diesem Grund müssen wir das machen. Und in dieser Situation leistet der Bak Shalom, wenn die Leute da im Einzelnen möglicherweise, das glaube ich durchaus, ich kenne da ja auch einige, wenn diese Leute dann auch letztendlich anderes im Sinn haben, leistet der Bak Shalom letztendlich eine Art Modernisierung der PDS, der sorgt letztendlich dazu, dass sie in diesem einen Punkt wesentlich mehr und wesentlich schneller sich modernisiert, als sie das ohne
tun würde. Dieser Bach Shalom sorgt letztendlich dazu, dass dort bestimmte Diskussionen geführt werden. Es wird ja eben auch immer wieder darauf verwiesen, ja, aber in der Partei finden Diskussionen statt und so weiter. Also dieses ganze Ziel, was die Leute sich auf die Fahnen schreiben, das wird komplett versickern. Am Ende wird einfach eine Modernisierung dieser Partei stehen. Am Ende wird sich die Partei in eine moderne, aus einer altbackenen antizionistischen Partei in eine moderne antizionistische Partei umgewandelt haben und nichts anderes bleibt dann mehr. Sorry, das war ein bisschen länger als dieses, nur ganz kurz. Bitte? Nee, ich habe gedacht, du hast ausgesprochen. Okay. Ja, und dann ist es ja hirnrissig. Also, tut mir leid, ich kenne mich da immer so schnell auf, das ist nicht böse gemeint. Aber wie kommt man denn auf die Idee, in eine zutiefst antizionistische Partei einzutreten und dort ausgerechnet was umkrempeln zu wollen? Mehr Sinne würde es beispielsweise durchaus machen, in die SPD einzutreten. Die SPD ist letztendlich, wenn man das mit Blick auf Israel-Solidarität sieht, die ist ja wesentlich, wesentlich offener gegenüber der israelischen Gesellschaft als die Linkspartei. Das ist, also ich will die jetzt nicht gleichsetzen, aber ich trete auch nicht in die NPD ein und sage da... Ich glaube, da geht es doch noch um was ganz anderes, weil sich die Linkspartei ist noch in einer kommunistischen Tradition ja irgendwo drin. Da ist die SPD doch ganz lange schon weggerückt. Das stimmt, aber man muss es nur sagen. Also ich würde sagen, wo in der SPD oder auch bei den Grünen quasi Utopien nicht mehr möglich sind. Weißt du, also weil sie halt nicht so gut anpassen. Und die Linke, ich denke mal halt, dass die Linke sich auch im Grunde in so eine Richtung noch hinweg, also auch hinweg und sowas. Aber ich glaube, dass es deshalb ja auch immer logisch ist, dass das genau in der Partei möglich ist, weil dann halt immer so ein Marxismus überhaupt noch, oder so ein Neomarxismus besser gesagt, Zuflucht findet, dass eine andere Partei vielleicht nicht mehr so möglich ist. Oder so vielleicht auch der Anfang findet. Also ich muss sagen, dieser Neomarxismus oder die Reste von Utopien, die du das jetzt gerade mit Blick auf die PDS oder auf die Linkspartei skizziert hast, die sind doch das Schlimmste an dieser ganzen Partei. Dort findet sich wirklich im schlechtesten Sinn alles das wieder, was ich gerade versucht habe zu skizzieren. Dort findet sich, also in dieser Linkspartei findet sich unter dem Stichwort Marxismus, da findet sich dieser Steinzeitkommunismus von Sarah Wagenknecht wieder, die beispielsweise die Walter Ulbricht-Fan ist, die sagt, 68 ist nicht mit Blick auf die DDR wichtig, 68 ist mit Blick auf die Bundesrepublik wichtig, 68 ist mit Blick auf die DDR wichtig. Guck mal, was Walter Ulbricht da für Reformen gemacht hat. Bei solchen Leuten sammelt sich das doch. Oder wenn man sich das im Westen anguckt, da ist das ja noch schlimmer. Diese ganzen westdeutschen Landesverbände dort, das sind doch alles, das ist der ganze Rest, der bei der DKP als Erneuerer rausgegangen ist, der ist dort, dort in der PDS, da ist die KB-Mehrheit, da ist die VSP, der BWK, also diese ganzen stalino-maoistischen Organisationen, die sind dort doch untergekommen und das sind Utopien, die dort vertreten, die möchte ich überhaupt nicht anknüpfen. Das sind Utopien, die gehören eigentlich denunziert. Ja, du vertrittst ja das Ziel des Bach Shalom. Also den Bach Shalom, könnte ich mir vorstellen, geht es ja darum, ihn in den Arsch zu treten und nicht darum, nur zu reformieren. Den geht es aber darum. Gut, ich meine, okay. Kann ich auch noch fragen? Bitte. Genau, dann meinst du, dass du ja siehst, dass quasi die Linke ist quasi am Verfallen und die Linke hat quasi keinen Glücksbegriff mehr und eigentlich auch keinen subversiven Moment. Richtig? Nee, also jetzt schon die Linke, also an sich. Ja, an sich ist ja uns egal. Aber ist es nicht so, dass auch innerhalb der Antideutschen quasi der Glücksbegriff im Kommunismus mitgedacht wird? Und das ist ja auch nach 100 Jahren. Aber es hört sich so an, als ob du das ja quasi absprichst. So. Als ob ich was, ich muss nochmal nachfragen. Also dass du der Linken den Glücksbegriff, also dass du den mitdenkst, ja absprichst. Also du stehst das gar nicht mehr zu in deiner. Ich gestehe dir das durchaus zu, dass sie das tun. Die sollen das gern tun, aber die machen es nicht. Das ist ja die Kritik. Also die Linke hat. Also die Linke, die ist erstens nicht am Zerfallen, leider. Die Linke wird. Ist verfallen. Bitte? Ist verfallen. Nick, echt? Ja.
Okay, ich dachte, ich hätte gesagt, dann habe ich mich wahrscheinlich versprochen, dass der linke Glücksbegriff langsam am Zerfallen war, dass die historische Linke, wie man sie gekannt hat, in dieser Doppeldeutigkeit im Zerfallen begriffen ist. Die Linke, also wenn man das jetzt breiter sieht, wenn man die Linkspartei dazu nimmt, wenn man die SPD, na gut, die haben gerade mächtig gelost, aber nichtsdestotrotz war da nicht so viel von Verfallen zu merken, sondern die sind durchaus auf dem aufsteigenden Ast, bloß nicht mehr in ihrer historischen Doppeldeutigkeit, einerseits Partei der Aufklärung, andererseits Partei der Gegenaufklärung. Dieses Moment, das eben das, was die Linke ohnehin ist, überschritten hat, also dieser ambivalente Charakter, den gibt es nicht mehr. Dieser Glücksbegriff ist einfach der, den ich jetzt einfach nur als Symbol oder weil das eine schöne Formel, ein schönes Bild ist, für diesen überschießenden Gehalt der Linken genommen habe, der ist in der Linken nicht mehr vorhanden. Ich spreche dir das nicht ab, dass die das tun, die sollen das gern tun, das wäre prima, wenn die das tun, was allerdings, wenn ich das sage, die sollen das tun, natürlich von gesellschaftlichen Verhältnissen abstrahiert, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass die Linke das nicht mehr macht. Aber ansonsten, es findet sich in keinem Parteiprogramm, ich habe das ja vorhin gesagt, in keinem linken Parteiprogramm gibt es irgendwie noch eine Bezugnahme auf das Glück, außer einem, das habe ich ein bisschen hinten weg gelassen, im Grundsatzprogramm der SPD gibt es das aber nur in negativer Form. Die sagen, Bewegungen, die das Glück erstreben, sind tendenziell totalitär. Also die grenzen sich sogar explizit davon ab. Da gibt's das nicht mehr. Oder dann muss man sich einfach, das ist glaube ich immer eine ganz nette Herangehensweise, dann schaut man sich einfach an, welche Philosophen sind denn en vogue in der Linken gerade. Da sind ja nicht mehr Adorno, Horkheimer und so weiter, die ja immer wieder zu Recht als Glücksphilosophen denunziert werden, also nicht zu Recht denunziert werden, sondern zu Recht als Glücksphilosophen bezeichnet werden, sondern es sind halt Leute wie diese ganzen Poststrukturalisten, wie Foucault beispielsweise. Von Foucault ist beispielsweise hier, also ich hoffe, dass ich das finde oder ich kann das auch lassen, es gibt in den Gesprächen mit Foucault immer wieder strikte Abgrenzungen von, ja Glück, das ist irgendwas Metaphysisches, das ist Quatsch und so weiter. Also ich kann da wie gesagt beim besten Willen nichts erkennen, wo dieser Glücksbegriff in der heutigen Linken aufgehoben sein könnte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Ich spreche ja gar nicht von einer Partei. So ein Glücksbegriff hat ja immer auch sowas von, okay, das Ganze hat einen gewissen Vorschein. Also, und dann guckt man sich die Linke an, dann guckt man sich, schauen wir uns dann einfach die Mehrheit der Linken an, die nicht in der Partei organisiert sind, schauen wir uns diese Restbestände der Autonomen an und so weiter, denen ist doch das Unglück ins Gesicht geschrieben, denen ist doch das Unglück in die Frisur geschrieben, in ihre Kleidung, in ihre Behausungen und so weiter. Da sieht doch nichts danach aus, als würden die irgendeinen Gesellschaftszustand anstreben, in dem das allgemeine Glück immer vermittelt über das Individuum ist. Ganz kurz, Luis? An den Situationismus. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was Anknüpfen heißen soll, muss ich ehrlich sagen. Also dieses Anknüpfen, das hat, finde ich, immer so ein ahistorisches Moment. Und es gibt selbstverständlich Dinge im Situationismus, die man aufgreifen kann, ohne Zweifel. Aber wie das denn genau aussehen soll, keine Ahnung. Mir ist halt nur aufgefallen, dass die linken Debatten sich derzeit, wie ich das vorhin schon sagte, so im 2- oder 3-Jahres-Rhythmus wiederholen. Dann ist halt mal kurz der Situationismus dran. Also da haben jetzt vor 3 Jahren oder so hier die Leute aus Hamburg, wie hießen die? Die hatte doch hier Peter Christoph, nee, wie heißt der? Herr Kuisken? Nee, Situationismus. Zwinegator. Ja, Zwinegator, die haben da dieses Buch rausgebracht, dann hat der Griegert da noch was rausgebracht, dann irgendwie anders noch. Die Phase ist aber inzwischen vorbei, davon hört man kaum noch was gerade. Und dann ist immer mal wieder was anderes dran. Also es kommt, glaube ich, meines Erachtens darauf an, unter anderem auch darauf an, dann nicht immer wieder was Neues vorzugraben und zu sehen, da können wir doch was anschauen, da können wir uns doch was anschauen und so weiter. Dahinter verbirgt sich nämlich letztendlich schon so ein gewisser Aktionismus, der letztendlich auch dahin führt, dass man sich überhaupt nicht die Ruhe nimmt zur Reflexion, dass man sich überhaupt nicht die Ruhe nimmt, irgendwelche Dinge komplett zu durchdringen, wenn man überall so nur schaut, okay, da können wir was durchaus nehmen und da können wir durchaus was rausnehmen. Darüber hinaus kommt beim Situationismus noch
darüber hinaus kommt beim Situationismus noch was anderes hinzu. Der Situationismus ist zwar, wenn man sich das in historischer Perspektive ansieht, eine unglaublich sympathische Strömung der Linken, ohne Zweifel. Also die haben nicht umsonst regelmäßig von den Stalinisten in Frankreich, von der KPF und so weiter auf den Deckel bekommen. Ist durchaus eine nicht unsympathische Strömung. Nichtsdestotrotz war die in der Hochphase, in der die Situationisten also entstanden sind, 50er, mehr noch 60er Jahre, waren die im Grunde genommen damals schon ahistorisch. Die haben im Grunde genommen diesen Glücksbegriff, das wäre eigentlich noch ein Strang meines Vortrags gewesen, auf den ich noch gern eingegangen wäre, den ich aber dann rausgenommen habe, die tun letztendlich nach 45 so, als wäre es tatsächlich ohne weiteres möglich, an den Glücksbegriff der Aufklärung anzuknüpfen, was ja nach 45 nicht ist. Es ist insofern in einer gewissen Weise eine Verdrängungsideologie, der Situationismus. Der taucht Auschwitz in keiner Art und Weise auf. Da wird geschrieben, okay, die proletarischen Revolutionen werden Feten sein oder sie werden nicht sein, was vielleicht 1870, 71 bei der Pariser Kommune durchaus richtig ist. Was aber nicht reflektiert, dass dieser Glücksbegriff, auf den man sich heute noch beziehen könnte, bestenfalls ein gebrochener Glücksbegriff ist. Weil er eben all das Leiden, was vor der hoffentlichen Veränderung der Welt stattgefunden hat, in sich aufzunehmen hätte. Um einfach den Leuten, die hingemetzelt, vergast und so weiter worden sind, nicht nochmal quasi, ja, um diesen Leuten quasi nicht nochmal, also diesen Leuten nicht nochmal im nachträglichen Sinn Gewalt anzutun. Und insofern ist selbst der Situationismus schon in einer gewissen Weise ahistorisch. Nichtsdestotrotz knüpft er durchaus an dieses Glücksmoment nochmal an, versucht das durchaus für einen kurzen Moment. Und das macht ihn nicht unsympathisch, das ist richtig. Mir stellt sich jetzt aufgrund deiner Ausführungen die Frage, was wäre ein konsequentes Fortführen für die Ideologiekritik? Also ich möchte dich jetzt nicht in diese altbekannte Praxisfalle locken, aber was wäre, wie gesagt, die konsequente Fortführung deiner Gedankengänge für eine Ideologiekritik im Punkto von linker Politik in meinem Alltag? Also klassisches Beispiel, kann sich jemand Ideologiekritik praktiziert, noch im Kleinen auf linke Strömungen, wie auch immer, im Kleinen einigen, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte jetzt gegen Nazi-Demos zum Beispiel aufbegehren. Kann man sich da noch zusammentun oder müsste man konsequent sagen, wie die Zusammenarbeit mit sich irgendwie links mit Organisationen und Menschen geht, mit einer Ideologie überein? Eine schwere Frage, die ja letztendlich genau das tut, was du eigentlich nicht tun wolltest, mich in diese Praxisfalle locken. Ja. Das ist halt natürlich eine gewisse Ambivalenz. Ich würde sagen, das muss man im konkreten Fall entscheiden. Das Problem ist ja wirklich das, also dieses Wechselspiel findet sich ja tatsächlich schon auch bei Horkheimer und Adorno, das durchzieht dieses ganze Werk. Also vor dem Hintergrund, dass nun mal morgen Abend wahrscheinlich oder auch übermorgen Abend wahrscheinlich nicht der große Umsturz stattfinden wird, ist man ja dummerweise gezwungen, sich hier und in der jetzigen Gesellschaft durchaus auch mit bestimmten Sachen zu arrangieren und so weiter, um nicht komplett einzugehen, um nicht komplett verrückt zu werden, um nicht alle Bekannten, um nicht alle Freunde, die man hat, irgendwie, oder um sich nicht jenseits von denen komplette Einsamkeit zu überantworten. Darum findet sich beispielsweise bei Adorno, Horkheimer und so weiter immer die vehementeste Ideologiekritik, die vehementeste Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die Aussage, wohin denn das Ganze führt, etc., während die gleichzeitig regelmäßig, also beispielsweise im Radio sprechen und da ganz banale aufklärerische Vorträge halten vor Leuten, um denen bestimmte Dinge zu erklären, um denen bestimmte Sachen zu erzählen, um die regelmäßig irgendwelche Touren machen durch Gymnasien etc. Also diese Ambivalenz, und ich glaube, es ist wichtig, sich einfach dieser Ambivalenz klar zu sein. Es ist wichtig, sich dessen klar zu sein, dass wenn man auf der einen, dass man auf der einen Seite zwar durch Mitmachen bestimmte Sachen verschlimmert,
auf der einen uns im Grunde genommen diese Dinge vor einem größeren Horizont betrachten muss, dass man auf der anderen Seite aber gleichfalls, wenn man auch gar nichts dagegen tut, ebenfalls die Sachen verschlimmert. Das ist halt diese im Grunde genommen aporetische Situation, in der man als Ideologiekritiker oder in der man als jemand, der glaubt, dass die Verhältnisse derzeit nicht das Maß der Dinge sind, sich nun mal gefangen sieht. Und das ist natürlich ein Widerspruch, das ist halt eine Aporie, ein nicht auflösbarer Widerspruch, der nicht in einer Inkonsequenz des Denkens zu suchen ist, sondern der von den Verhältnissen halt vorgegeben wird. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen, und zwar kam das eben schon mal kurz auf, du bemühst sozusagen die ganze Zeit einen philosophischen Begriff, nämlich den des Glücks, und versuchst den sozusagen noch von der Linken zu retten und sagst zugleich, es müsste sozusagen, das was sich heute Linke nennt, müsste sich eben auf diesen Glücksbegriff zurückbesinnen. Meine Frage ist, gibt es denn in der Tat, oder würdest du sozusagen historisch einer Aktions-, Organisationsform identifizieren, wo du sagst, noch da findet der Glücksbegriff statt und wird dann später einfach vergessen? Oder kommt der Glücksbegriff nicht als ein philosophischer in die Welt und wird zugleich mit seinem in die Welt kommen durch die Guillotine geköpft? Also der Glücksbegriff, den du bemühst, ist ja in der Tat nie praktisch geworden, sondern bleibt immer nur philosophische Kategorie und blieb sie auch sozusagen noch 1848. Das ist keine philosophische Kategorie, weil die Dinge, die du jetzt als philosophische Kategorien bezeichnest, sind letztendlich nicht in irgendeiner Denkerstube entstanden, wie man das ja philosophischen Dingen nachsagt, sondern die sind direkter Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, wie das bei Philosophie der Fall ist. Also es gibt diesen rein philosophischen Begriff nicht. Philosophische Begriffe sind immer Ausdruck gesellschaftlicher Tendenzen, sind immer Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen, sind immer Ausdruck gesellschaftlicher Bewegungen und so weiter. Und aus diesem Grund ist es eben kein Zufall, dass ganz unabhängig voneinander in Frankreich eben im 18. Jahrhundert mehr als 50 Bücher erscheinen mit diesem Begriff des Glücks. Da haben sich nicht irgendwelche Leute einen Begriff ausgedacht, sondern es geht darum, dass die Gesellschaft von sich ein bestimmtes Bild erzeugt. Die Gesellschaft erzeugt von sich das Bild, dass jeder glücklich werden kann. Also das macht die bürgerliche Gesellschaft ebenfalls noch. Also das ist sogar in der amerikanischen Verfassung niedergeschrieben, die eben ja nicht umsonst 1776, also in der Hochphase der Aufklärung, geschrieben wurde. In der Zeit, in der sich die bürgerlichen Gesellschaften aus dem Feudalsystem oder aus diesem halbfeudalen, halbkolonialen System dort in Nordamerika herausschälen. In dieser Zeit entsteht die Vorstellung des Glücks erst mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen. Und die Gesellschaft produziert aus sich heraus selbst immer wieder die Vorstellung, dass jeder zu seines Glückes Schmied werden kann. Das ist das, was ich vorhin ganz lapidar als das bürgerliche Glücksversprechen bezeichnet habe, also die Pursuit of Happiness und so weiter. Das produziert die Gesellschaft aus sich heraus lange Zeit in ihrer großen, in ihrer heroischen Phase, wie man das nennen kann, in der Zeit bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und das zerfällt aber dann im Laufe der Zeit. Das zerfällt in dem Maß, in dem letztendlich die bürgerliche Gesellschaft, in dem die bürgerlichen Revolutionen nicht konsequent zu Ende geführt werden, dahingehend, dass der Begriff der Freiheit auf den sozialen Bereich beispielsweise ausgedehnt wird und so weiter und so fort. In dem Maß, in dem sich die kapitalistische Gesellschaft, wie man das jetzt als bezeichnen würde oder will, sich zu ihrem Begriff hin entwickelt. Im Grunde genommen muss man dann tatsächlich sagen, ist ähnlich wie die bürgerliche Gesellschaft die Geschichte des Glücksbegriffs ein Zerfallsbegriff. Aber würde dann sozusagen deine Antwort auf die Frage, Entschuldigung, wenn ich es platt runterbreche, aber was tun, würde dann sozusagen deine Antwort nicht heißen, man müsste ein linkes Selbstverständnis sozusagen historisch verlängern bis in die Französische Revolution und genau da sozusagen historisch, also sich selbst bis zur Französischen Revolution zurückdenken und nicht irgendwie
bloß bis, keine Ahnung, Trotzki oder Lenin oder wie sie nicht alle heißen? Ja klar, also die Linke entsteht in dieser Zeit und das System, gegen das die Linke mal aufbegehrt hat, die bürgerliche Gesellschaft, die entsteht mit der Französischen Revolution, die bildet sich aus dem Ancien Regime im 17. Jahrhundert, Vorläufer gibt es sowieso, aber die bildet sich erst im 17. Jahrhundert heraus, im Schoße der alten Gesellschaft, im Schoße der Feudalgesellschaft und wirft dann diese Fesseln der Feudalgesellschaft ab und ist dann seit der Französischen Revolution die bürgerliche Gesellschaft, die dann ebenfalls wieder Zerfallsprozess und so weiter mit sich bringt. Und das ist der Beginn des Ganzen. Und diese Gesellschaft gibt es immer noch in den vielfältigsten Veränderungen, die allerdings auf derselben Struktur, nämlich der Selbstverwertung des Werts, basieren. Diese Gesellschaft gibt es immer noch und aus dem Grund kann man das selbstverständlich bis daran zurückverfolgen, bis an den Anfang. Und das ist halt durchaus immer schwer zu sagen, okay, wir versuchen das zu retten, wie ich das vorhin ja auch getan habe, wir versuchen irgendwo anzuknüpfen und so weiter. Das hat dann ganz oft immer so diesen Beiklang. Früher war alles besser, früher war alles toller, was natürlich nicht der Fall war, aber das hat immer diesen Beiklang und insbesondere wenn Historiker das machen, dann hat das erst recht den Beiklang, wie bei Habermas oder so, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Die wollen sagen, die wissen, wie es mal war, die dienen sich gleichzeitig als Führer für das an, was dann demnächst mal kommen soll. So ist es natürlich nicht, sondern mir geht es im Grunde genommen darum, den Anspruch, der damit verbunden war, damals zu retten. Und aus diesem Grund ist es tatsächlich nicht verkehrt, das bis in die Zeit der Aufklärung zurückzuverfolgen. Und das ist beispielsweise auch einer der Gründe, warum Leute wie Alfred Schmidt, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, also der dann auf Horkheimers Lehrstuhl saß, weitestgehend vergessen ist und über den Naturbegriff bei Marx geschrieben hat, über die kritische Theorie geschrieben hat, warum der in der Regel oder warum der ganz intensiv sich mit der französischen Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt hat, weil er glaubt, das sind die Begriffe, das sind die Entwicklungen, das sind die Denkformen, die sich genau in dieser, mit denen ich mich kritisch auseinandersetze, die sich genau in dieser Zeit herausbilden und dann eine Verlängerung, eine Transformation und so weiter erfahren, die dort aber noch in ihrer größten Reinheit, um jetzt mal so ein doofes Wort zu nehmen, anzutreffen sind. Ja, dann möchte ich ja nochmal ganz herzlich danken, möchte natürlich noch auf den 21. Januar hinweisen, nämlich auf die nächste Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe zu Psychoanalyse und kritische Theorie, Antisemitismus als Denkform mit Oliver Decker. Wünsche euch allen in den nächsten Wochen ein besinnliches Spektakel und eine Zeit, in der ihr auf dem Rücken liegen könnt, in den Himmel schauen und sonst nichts, also ein Moment des Glücks. Einen schönen Abend, Dankeschön.